Jo, Servus, ich bin sofort bei euch. Mir fehlt noch ein ganz wichtiges Utensil hier. So. Passt so. Ja, mein Bot zickt ganz schön rum hier. Ich kann mich nicht selber followen, okay? Hi Katja. Oh, hi Wolf, hi Felix, hi Gary, hi Thorsten, hi Jack. Hi Gizmo, hi Humbutton, hi Thomas. Ah, Thomas, seine alten Daten habe ich gelöscht. Spirit, Arzt, ja, und aha. Die üblichen Verdächtigen. So, das könnt ihr jetzt nicht sehen, sondern nur hören wahrscheinlich. Ich habe heute nach Monaten mal meinen Mülleimer rausgebracht und habe keinen neuen Beutel da drin. Das ist natürlich nicht so gut. So, dann kann da auch wieder was rein. Zack, da ist auch schon das Erste. Oh, der Sexpistol ist wieder am Start. Ab Montag auch wieder in Clash of Clans. Oder ab morgen. Weiß ich gar nicht. War das ab morgen? Oder war das ab Montag? Hallo, Hels. Toto Putz, was ist los? Nachdem ich jetzt zweimal am Stück so eine Roomtour gemacht habe und Felix hat gemeckert, zweimal am Stück räum mal auf, habe ich zumindest schon mal mit dem Mülleimer angefangen. Das ist ja schon mal was, ne? Ein Angriff, dann hast du es geschafft. 1000 Punkte oder was? 1000 CK-Sterne, lass mal gerade gucken. Herausforderer, Profil, Clan betrachten. Felix, FLX. Ah, ne. Noch ein Angriff. Ach so, Legende. Oh, die hohen Herren hier. Legende. Alles klar. Naja. Auf Instagram gibt es ein Video mit einer Art Kopfgeldjägerin. Okay, von mir aber nicht. Ich kann Instagram ja nicht. Also nicht so richtig. Ich weiß nicht, was man da so machen kann. So, vielen Dank für die Verfolgung. Ah ne, so war das gar nicht. So muss ich das machen. Und willkommen im Kanal. So, was geht hier heute Abend? Alles, was Beine hat, nach wie vor Fredde.
Aber ich bin hier eingeladen zu einem 50er CW und ich kann, glaube ich, gar nicht mehr viel machen. So ein bisschen ist, es ist noch was offen hier für ein Elfer, aber nicht mehr so wirklich viel. Ich bin mal wieder, ich bin ein bisschen lost. Bin ich denn schon gezweiert worden? Noch nicht. Okay. Alles klar. Der Kopfgeldjäger jagt die COC-Helden. Ach so, das meinst du. Ja. Okay. Ja. Das ist der Held, der aus dem Dickicht springt und den Helden an die Gurgel geht. Guten Abend, Zorro, ja. Hallo, Jascha. Grüße. Und den Helden an die Gurgel geht. Also einige befürchten ja schon. Rip Queen Charge, Rip Queen Walk und so weiter. Alter Nügen. Hast du heute Abend zufällig Kaya gesehen? Zufällig, ganz zufällig. Kaya zockt den Kanal. Noch in seiner Ansprache, also quasi in so einem Bild wie hier. In so einem Bild wie hier. Wo er gesagt hat, ja, wir machen mal dieses Format hier. Wir machen das genauso, wie das in diesem Format hier jetzt ist. Das bleibt so, das gefällt mir ganz gut. Und so machen wir den ganzen Stream. Und der hatte eigentlich vor Streamstart schon zwei Hype Trains durch oder so. 100 Subs, die er nicht mehr vorlesen kann. Habe ich nicht, okay. Das ist so ähnlich wie, warte mal, wo waren das nochmal mit dem Hype Train? Mit dem Hype Train vorm Stream. War das die Tage bei Gronkh nicht? Gronkh war noch gar nicht online, wo der erste Zug schon losrannte. Ah, Michel hat's gesehen. Ah, okay. Ja, Michel hat das gesehen. Ja, bei Kaya war das heute Abend, glaube ich, auch. Der war noch gar nicht online. Da lief immer noch der Willkommen-Stream und es geht gleich los. Und da kamen die Subs rein. Der Train lief schon die ganze Zeit. Unglaublich. Aber Rip Queen Charge wegen dem Inferno-Drachen. Naja, komm Leute, den kann man giften, den kann man friesen. Da muss man sich halt was einfallen lassen. Gronkh hatte gestern auch dreimal Hype Train über 150%. Oh. Oh, das ist so. Das ist. Ah, nee, doch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja doch nicht so abgeschnitten im Bild. Jascha, es geht mir gut. Ja, moin, Michel. Jascha, und dir? Also ich bin ein bisschen angestänkert mal wieder. Das liegt aber nicht an euch, das liegt nicht an Clash of Clans. Die News sind echt gut. Also hier die neuen Sachen. Top 64, okay. Was fällt euch dazu ein, wenn ihr da oben die Top 64 seht? Was ist heute Komisches passiert? Habt ihr es gesehen heute Nachmittag beim Noobs? Ich habe beim Noobs heute Nachmittag geguckt. Was ist euch da aufgefallen? Vielen Dank, Sascha. Aber spar dein Geld für dein Handy. Yes. Genau. Tribe ist raus. Nix mehr Tribe Hype. Tribe ist raus, aber danach Alternate Attacks geliefert wie eh und je. Alter, haben die Dreier rausgeballert. Meine Herren. Dark Unicorn ist auch raus, okay. Aber Attacks hatte dann von 4 Angriffen 12 Sterne. Wo wir noch so hier im Discord gesprochen haben. Das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Das war schon beeindruckend. Richtig. Es gibt natürlich die News, da gibt es reichlich Diskussionsstoff. Und jetzt wo Max Maxe. Ja, das kommt noch dazu, Homebutton, da hast du recht. Oh, Homebutton ist ja schon komplett mask-free und kontaktlos-free. Leute, der Homebutton wohnt in der Schweiz. Alles weg. Corona-Lost-Zone. Etwas anders als von hier. Und ja, es gibt die neuen Supertruppen. Also, oh, ich habe ja heute so ein bisschen also nicht, dass ich da skeptisch bin, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, da wurde ein bisschen kopiert von Clash Royale. Okay, Superhexe oder auch den Inferno-Drachen hier, den kleinen. Das riecht mir ganz verdächtig nach faulen Entwicklern. Ich wollte das nicht so laut sagen. Nicht, dass Supercell das nachher hört, aber das riecht so ein bisschen nach faulen Entwicklern. Die das Rad einfach nicht neu erfinden, sondern einfach nur eine
Stunde weiterstellen und dann kommt sowas dabei raus. Wie funktioniert das Bit-System? Kann das mal jemand den Jascha erklären? Je nachdem, das kommt immer ganz drauf an, Jascha. Mobiles Device oder PC. PC ist immer alles billiger. Am mobilen Device ist immer alles teurer. Ich wollte nämlich gestern eigentlich einen Sabi loswerden, war aber noch mobil unterwegs. Da kostet der Sabi 6,99. Am PC kostet der Sab nur 4,99. Bits gehen mittlerweile ja 1:1 in Euro durch. Zu eurem Lieblingssupporter. Corona lost gestern endlich mal wieder was los auf der Piste, okay? Truppen 2. Kopieren 2 Truppen aus CR und dann bringen die einen Headhunter. Soll doch lieber weiter rauskopieren, okay? Ja, aber du weißt, was ich meine. Und wir haben ja heute Nachmittag auch drüber gesprochen. Und morgen wird unsere letzte Ankündigung enthüllt. Ein schönes Wochenende steht darunter. Aber ein bisschen Clash of Clans wollen wir auch spielen. Hab ich mir sagen lassen, ne? Ein bisschen Clash of Clans wollen wir auch sehen. Ich könnte das Overlay eigentlich auch mal tauschen. Hab ja so ein paar. Naja. Wir gehen mal rein ins Getummel. Ich bin hier beim Clan Götterzorn. Die haben mich eingeladen, um hier einen netten 50er CK mitzuspielen. Warum eigentlich? Gar nicht mal zu Unrecht werden nicht mehr so viele 50er CKs gespielt in den Clans. Da musst du erstmal 50 Leute für finden, die auch 50 mal, na, sagen wir mal, 50 mal 2 Angriffe machen. Und es gibt einen traurigen Anlass, das habe ich euch gestern schon erklärt oder erzählt oder versucht zu erklären. Denn hier ist jemand plötzlich verstorben aus der Clash of Clans Gemeinde hier aus dem Clan. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber man will ihn nochmal so ein bisschen so hypen oder würdigen mit einem 50er CK, um nochmal ein bisschen an ihn zu denken, an die coolen Sprüche, an die coolen Angriffe und so weiter. Aber auch, ja, ich bin da jetzt ganz herzlos. Lebe geht weiter. Lebe geht weiter. Und natürlich unser Beileid, gar keine Frage. Ich habe heute Abend auch, ich bin ja jetzt sehr, sehr spät im Stream, das habt ihr ja jetzt gesehen. Und, oder, ja doch, habt ihr ja eigentlich gesehen, tatsächlich. Ich fange mal hier unten an. Habt ihr ja eigentlich gesehen. Das lag einfach daran, dass ich mir mal wieder ein selbstgemachtes Ei gemacht habe. Ich habe ja jetzt heute Nacht und heute gearbeitet. Und danach haben noch Kollegen was anderes gemacht und die sind dann heute Abend auf ein Problem gestoßen, was eigentlich meine Baustelle ist. Allerdings ist das nicht meine Baustelle, sondern auf einem Server, die ich auch so ein bisschen unter meine Fittiche habe, läuft abends um 18.50 Uhr immer ein Skript los. Damit lege ich ein paar Ports tot und mache dann gewisse Sachen. Also dieses Skript macht einfach etwas für mich. Und um 22.50 Uhr lasse ich ein anderes Skript laufen, das macht alles wieder rückgängig. Aber da die Kollegen heute etliche Systeme oder einige Systeme haben abgedatet und einige mussten dann testen, konnten die das nicht testen, weil ich die Ports blockiert habe durch mein Skript. Das hat ein bisschen gedauert, bis sie es gefunden haben, aber wir haben eigentlich eine recht nette Dokumentation und auch so eine, ich nenne es mal so, Datenbank. Oder Datensammlung, wo wir alle unsere Systeme drin haben, alle unsere Software, alle unsere Leute, alle unsere Ansprechpartner und Besonderheiten der Systeme. Und da ist man dann plötzlich drauf gekommen, dass Toto da mal reingeschrieben hat, hey, hier läuft immer ein Skript los um 18.50 Uhr, aufpassen, Port 10.000 ist gesperrt und so weiter, bis 22.50 Uhr, dann gebe ich den Port wieder frei und in der Zeit können die aber ihre Anwendung nicht ausführen, weil die läuft auch auf Port 10.000. Port 10.000 ist NDNP, das heißt, ich mache meine Sicherung darüber. Und da gab es ein kleines Problemchen, das heißt also, ich musste jetzt eben ein bisschen abwarten, bis A, meine Sicherung durch war und B, die Leute dann danach testen konnten, ob ihre Anwendung wieder oder noch sauber funktioniert. Nicht, dass es dann am Montagmorgen Geschrei gibt und das hat jetzt doch eine Sekunde länger gedauert. Danach hat noch meine Mutter angerufen und wollte mir sagen, wie schön es heute Nachmittag für sie war, denn auch meine Mutter habe ich heute das erste Mal nach 3 Monaten im Auto von A nach B gefahren, ohne Mundschutz. Aber sie musste hinten sitzen, nicht neben mir. Ich habe zwar dann auch gefragt, ich sage, wieso sitzt du eigentlich hinter mir?
nicht hinter mir, sondern doch, wieso sitzt du hinter mir ohne Mund-Nasen-Schutz? Dann hat sie gesagt, ja, im Bus trage ich das ja. Ich sage, ja, der Bus ist ja eigentlich viel größer, du hast ja viel mehr Platz und viel weniger Leute. Aber hier wären ja noch weniger Leute. Hat sie auch recht. Für Nerd Stark heißt er. Ah, okay. Ich wollte den Namen eigentlich nicht nennen. Hallo einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe letztens etwas in YouTube geschaut und habe da zufällig gesehen, direkt abonniert. Oh, das ist aber nett. Riecht nach Leistungsprämie. Nee, das gibt keine Leistungsprämie. Sascha, dafür sind wir ja so ein bisschen immer da, immer nah, immer online irgendwo und bekommen das. Also tatsächlich sind solche Stunden nicht in unserem Arbeitsvertrag vergütet. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben ja so ein bisschen andere Vergütung, die wir dann dort in Anspruch nehmen können und oder da wiegt dann das eine das andere auf. Je nachdem, wie man es so nimmt. Aber ich habe ja schon mal gesagt, wenn mich ein Kollege anruft um 21:05 Uhr oder so und sagt, Thorsten, Houston, wir haben ein Problem. Thorsten, wir haben ein Problem. Und er schildert es kurz, dann konnte ich so direkt sagen, oh, ich weiß, was es ist. Scheiße. Alles klar, I fix it. Und dann, wie gesagt, will der mir nicht einen schönen guten Abend wünschen oder ist nicht die untergehende Sonne hier in Dünne so schön? Nein. Hallo da Fly, grüße dich. Ich habe dich einfach gefunden mit 14k Abos. Okay, ich hatte schon mal ein paar mehr. Mein Kanal ist am Kaputtgehen auf YouTube. Ist aber nicht so schlimm. Ich mache nach wie vor meine Videos da, weil das ja ein Hobby von mir ist. Also ich tue mich da jetzt nicht so schwer. Auch heute mit dem 7,5-Minuten-Video war das nicht so schlimm. Ich habe es zwar ein bisschen verspätet gemacht, aber das lag daran, ich habe genau um 2 Uhr aufgenommen, wo der Sneak Peek eigentlich rauskam. Hab dann gerendert und musste dann allerdings weg. 14:45 Uhr Mutter wegbringen. Und war danach noch ein bisschen einkaufen, Partnerbereien, Edeka und wo war ich denn noch? Ich habe Bargeld geholt, ach du Scheiße. Bisschen Bargeld für morgen, für die Radtour. Ist ganz gut, wenn man da vielleicht ein bisschen Bargeld am Start hat. Denn nicht alle, nicht überall, gerade während so einer Radtour, wenn du irgendwo bist und holst dir einen Snack oder sowas oder was zu trinken an irgendeinem Stand, nicht alle nehmen Karte. Deswegen müssen wir doch mal immer mal wieder ein bisschen Bargeld in der Tasche haben. Dafür fährt Toto ja den RS6 auf dem Nacken vom Cheffe. Es ist kein RS6. Umbutton. Es ist kein RS6. Es ist nur ein A6. Und der geht ja auch demnächst in den Dutten. Der A6 geht weg und ich tausche den A6 gegen einen A4 wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es ein A4 Avant. Aber der sieht so aus wie ein RS. Ich habe nämlich ein S-Line-Paket mit reinkonfiguriert. Mal sehen, ob mein Chef das nimmt, aber mein Chef kann mir nichts ablehnen. Ich kann immer auf sein Auto zeigen, weißt du. Wenn mein Chef sagt, Toto, muss so ein Auto denn sein hier mit S-Line, dann sage ich immer, Norbert, guck dir dein Auto an. Dann sagt er, ja, okay. Okay. Moin, Muchse. Oh, Marco, hi. Ich hoffe, deine Geschäfte haben sich wieder so ein bisschen eingependelt. E-Tron. Naja, E-Tron ist ein bisschen heavy. Nee, nee. Aber ich habe mir einen schönen konfiguriert. Ich habe das, glaube ich, den einen oder anderen schon mal gepastet. Vielleicht können wir den ja mal im Konfigurator angucken, ob das eine Karre für mich ist. Hintergrund ist einfach, ich muss es nicht mehr so groß haben für einen A6. Der ist auch ganz schön teuer. Also auch eine Firmenkarre, Leute, kostet einfach Geld. Und gegenüber dem jetzigen, die Motorisierung ist die gleiche, also nach wie vor 190 Pferde Diesel. Aber der Wagen ist halt so ein paar Liter kleiner und hat aber nochmal ein Facelifting bekommen, Ende 2019, glaube ich. Und ich mag es eigentlich. Viele Kollegen von mir mögen das nicht. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und er ist dann schlappe 8.000 oder 9.000 Euro günstiger. Und das ist schon mal so ein paar Euro mehr netto auf dem Gehalt. Also das muss man ja auch mal so sehen. Und da wir ja nicht mehr so unbedingt mit so vielen Leuten rumreisen und ich nach wie vor trotzdem alles, wir kriegen ja trotzdem alles mit. Ja? Gepäck der Kinder, zwei Handys,
Und vier Räder auf dem Dach, das ist ja immer noch möglich. Und das Ding hat ja auch ein paar Liter im Kofferraum. Also es geht nicht alles verloren, aber ich glaube, ein A6 finde ich ein bisschen übertrieben. Und wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, den neuen A6, so wie er jetzt da ist, ich mag ihn auch nicht mehr ganz so gern leiden. Abend aus Hamburg. Hallo, Elbjung. War ein perfekter In-P Free-to-Play. Jo, weiß ich, Elbjung. Alles cool. In Free-to-Play hauen wir so richtig auf den Sack. Zurzeit zumindest. Okay, hier könnte ich eigentlich zuschlagen, aber da ist schon markiert, 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 markiert. Ich werde hier wahrscheinlich, das ist eigentlich das Traurige an diesem CK, ich werde wahrscheinlich hier oben irgendeinen billigen Stalker oder Sneaker machen. Nee, nicht Stalker, Sneaker, wie heißt das? Scouter. Weil hier unten ist schon alles markiert und die machen und tun hier alle wie die Irren. Aber es sei ihnen gegönnt, dass sie hier immer, immer die 3 Sterne holen. Bomberpilot hat man den gerade? Nee, ich glaube nicht. Wir wollen ja ein bisschen Clash of Clans sehen, ein bisschen mal aus verschiedenen Reiterstufen. Hier geht es ja heute 11, 12, 13. Ein bisschen tiefer hatten wir bei Free-to-Play. Mal wieder 9 bis 6, glaube ich, oder bis 7. Mit einem Perfect War. Ich hätte fast gesagt, mal wieder mit Ansage. Aber war schon wieder mal extremst dominant. Legende ist da. Glückwunsch, Felix. Bin letztens den e-tron gefahren. 400 PS. Der geht ab. Ja, ich weiß. Ich meine, der ist nicht anders wie jedes andere Elektroauto auch, wenn du aufs Pedal trittst. Auch ein Tesla, kann ich dir sagen. Versetzt dich in den kleinen Schub, wenn der Fahrer richtig Gas gibt und du bist der Beifahrer, dann klebst du auch im Sitz. Ist so. Der zweite Otto ist da. Glückwunsch, Hels. Schaffe ich die 30 Minuten ohne Facecam? Oh, ich habe es schon geschafft. Ach, ich bin immer so fürchterlich stolz auf mich. Ist natürlich ein wirklich komisches Gelabere. So, das ist das eine. Das ist das andere. Ich habe an alles gedacht. Aber ich hatte hier heute zu Hause mal wieder so einen FTH-Tag, weißt du, wo du nichts magst. Naja, so ein bisschen habe ich ja gegessen. Ich habe einen Emote erhalten? Nee, ne? Danke, Bruno Bär. Bruno Bier. Vielen Dank. Danke, ist nur für mich sichtbar, sehe ich gerade. Sehr krass, viel Spaß damit. Was ist denn das für ein Emoji? Warte mal, ich drück mal Enter. Ui, das ist ja cool. Vielen Dank, mein Lieber. Alter, krass. Ich habe jetzt mal Enter einfach gedrückt im Chat. Seit wann gibt es denn das? Pride Rhino. Okay. Hä? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja cool. Das ist ja mal cool. So, ein bisschen ist ja noch offen hier. Also wir können hier in jedem Fall abliefern. Totoman müsste C und C Stern aus dem Stream bannen. Wer ist denn C Stern Stern und C Stern? Bei Abos bekommt jemand random ein Emote. Ach, das. Jetzt sag nicht, ich habe das Emoji random bekommen. Ja, ich weiß, dass das ein Twitch-Frame war, aber trotzdem, das hat damit nichts zu tun. Bruno, ich finde das ganz, ganz nett, dass du das überhaupt in diesem Kanal hier für 30 Tage hinterlegst. Toxic Prophet. Hallo, grüße dich. Kamera und CC. Kamera und CC. Okay. Kamera, kann man das bannen?
Hat nur noch gar keiner gefragt, wo ist die Cam? So cool. Muss ich gar nicht beantworten, dass sie immer noch über meinem Monitor ist und an ist. Hallo Risu, na? Oh, der Risu, der gibt immer schön Punkte aus. 100 Stück für einen hervorgehobenen Command. Nach einem Küssen schickt er ja noch rein. Also nur so ein virtuelles Küsschen, ne? Keinen so richtigen. Wegen Pride Months. Das hast du jetzt Perma. Okay. Oh, habe ich da was verpasst, JJ? Muss ich mal ein bisschen was nachlesen? So. Hator Katja übrigens. Also hat nichts mit Haten zu tun. Ist diejenige, die mich hier reingelotst hat in den Clan Götterzorn. Und da es nicht so eine plumpe Anfrage war, so nach dem Motto, Toto, kannst du mal bei uns einen 50er aufnehmen oder einen 30er oder einen 20er oder einen 10er oder einen 11er, habe ich das Ganze eigentlich für mich ganz nett befunden. Und da wir ja auch ein bisschen Zeit haben, ich habe jetzt dieses Wochenende, das musste ich vorher tatsächlich checken, ob ich nicht dieses Wochenende irgendwo ein bisschen GML habe oder so, aber samstags waren die Spiele jetzt mau. Die gehen jetzt am Montag erst weiter. Wollen wir ja eigentlich alle nur ein bisschen Clash of Clans sehen. Wie auch immer. Schuldig, ja. In jedem Fall. In jedem Fall. Aber es ist gut, dass sich immer jemand bekennt und sagt, jawohl, ich bin schuldig. Das ist ja nicht überall so, Katja. Obwohl auch der Typ von der Fleischwarenfabrik gesagt hat, er will sich nicht hier aus dem Staub machen. Er bekennt sich ganz klar als Schuldiger. Und dennoch macht sich im Moment, glaube ich, unsere Bundesregierung mal wieder ein bisschen lächerlich. Hab ich so ein bisschen das Gefühl. Ui, ist das ein Angriff von dir? Schick. Das war wie mit dem Winter-Emotes, okay. So, was hast du denn gemacht? Oh, Yeti Smash. Noch könnt ihr machen, Leute. Er ist demnächst vorbei. Ja, weiß ich nicht, ob jetzt so die eine oder andere Taktik schon vorbei ist oder nochmal eine Renaissance erhält oder sowas. Ich glaube es eher nicht. Letztendlich ist es nur, wie man etwas ausführt, auch wenn es jetzt Veränderungen im Spiel gibt. Da gibt es sicherlich wieder Lücken, nicht Lücken, sondern halt einige Taktiker oder Taktikfüchse, die genau wissen, naja, okay, der hat jetzt ein Inferno-Baby in der Clanburg, der grillt mir alles weg, da muss ich was gegen tun und es wird Wege und Mittel und Zweck wieder geben. Also wir werden, ich meine, das Spiel besteht ja aus 3-Sterne-Angriffen. Wenn das nicht so wäre, dann könnte Supercell den 3. Stern ja abschaffen. Das ist ja nun auch nicht so. Masbola will, glaube ich, nie mehr kommen, Felix. So ganz oldschool. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein paar oldschool-Taktiken wieder zurückkommen. Kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass so ein paar Taktiken wieder zurückkommen, die man mal gespielt hat. Also vor allen Dingen so ein bisschen mehr Sui und dann noch was danach, was auch immer. Bowler, Hox, Golem, die neue Truppe, 40 Truppenplatz. Habt ihr da eine Meinung zu der Superhexe? 40 Truppenplatz, das ist enorm. Keine andere Truppe in Clash of Clans nimmt so viel Truppenplatz ein. Hallo Duplexmeister. Na, wie ist mit dir? Kannst du einfach die Queen snipen, dann kann Sui-Angriffe wieder richtig nice. Ja, ich sag ja. Ich sag ja. Mass Handhunter. Einfach mal testen. Ich denke auch, dass wir das in der Zeit feststellen werden oder in der laufenden Zeit, wenn es erstmal nach dem Update ein bisschen vorangeht. Die Leute müssen ja auch erstmal maxen. Ich meine, es wird wieder die geben, die ein bisschen was rausballern. Einschließlich ich nicht. Ich werde wieder ganz normal leveln, denn bis zum nächsten Update wird es dann wieder ein bisschen dauern. Und deswegen sage ich mir immer, Toto, du musst hier nichts jammen
und dir nichts vormachen, dass du besser wirst dadurch. Ich werde nicht besser dadurch. Sondern du kannst ganz normal leveln, aber schön gemacht hier. Oh, der Scatter haut nochmal richtig weg. Aber der King regelt hier. Schön. King regelt. Was? Zum Glück habe ich 40 Platz in der CB. Ach so, ja, okay. Dein Meister, das stimmt. Hast du aber richtig Glück. Das heißt, du bist ein Rathaus 12. Gehe ich mal davon aus. Oh, hier oben sind noch die Dreier noch ein bisschen offen, aber wahrscheinlich muss ich ein bisschen scouten. Halt, wo waren wir gerade stehen geblieben? Beim Hator 3 Sterner. Der war dort. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Woran hat es gelegen? Beim Doom. Glüh Royal, heißt das so? Vielen lieben Dank für die Verfolgung und willkommen im Kanal. Cool. Clue Royale. Heute noch gerade von gesprochen, von zumindest Clash Royale, was die Truppen hier angeht. Ein Heiler da am King und ein paar mehr Heiler da an der Queen, die ein wenig abseits läuft. Also Funnel war... Naja, okay, die Queen funnelt rechts und links. Nee, King links, Queen rechts. Kann man auch so machen. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Je nachdem, was aus der Clanburg jetzt rauskommt. Da kommt aber Erdgetier raus. Okay, das sind drei Eisgolems. Dann geht das natürlich auch in der Mitte mit den Truppen. Und Queen und King können trotzdem quasi außen lang rennen. Und können ja, die Base eigentlich weiter funneln. Tatsächlich. Okay. Aber es hat nicht für den zweiten Stern gereicht. Da fühlten sich die Truppen ein bisschen von der Heldin in der Mitte angezogen. Und dann hatte niemand mehr die Muße dort mal einen Schuss aufs Rathaus abzugeben. Ich weiß nicht, wie viel hat es noch. Ja, ein bisschen hat es ja noch. Aber mutig hier so reinzugehen. Mal, ich hätte das eine andere Angriffsstrategie. Wir können hier ruhig einstellen auch mal sehen. Ich meine, sie gehören ja mit zum Spiel. Das Spiel ist ja nicht nur ausschließlich, wir machen hier das Schönste. Aber CB finde ich relativ unnötig, mache ich erst später. Oh, also 45 Truppen finde ich schon nicht unnötig, mein Lieber. 45 Truppen finde ich jetzt nicht unnötig. Gruß von Kari hat er gesagt. Ich hab immer noch irgendwie den gehypten Streamtitel von Kari von gestern im Kopf. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch bis zum Schluss geguckt bei Kari. Gestern oder man kann ja nicht sagen gestern Abend. Heute. Früh. Einsterner werden mit dem Update entfernt. Meinst du, Master Tom? Namt. Okay. Also auch dahin in der Legende, oder was? Das heißt, du kannst auch wieder fröhlich und frei, ganz ohne Zwang und ohne Druck in die Bases reingehen. Du bist dabei eingepennt, Fredde. Echt? Das gehört sich aber nicht. Und dabei war es gestern eigentlich gut beim Kari, fand ich ganz nett. Er war ein bisschen angenölt, weil wo einer Werbung für einen anderen Kanal gemacht hat, weil wohl jemand gesagt hat, ja, da auf dem Kanal passiert gerade das und das und so. Und da war Kari mal so ein bisschen angesäuert. Mit Einständen in Legende. Ich halte das für ein Gerücht. Ah, Master Tom, das halte ich nicht mehr für ein Gerücht. Nachdem ich das mit persönlichen eigenen vier Augen gesehen habe, ist das kein Gerücht mehr. Aber ich verbreite die Gerüchte mal nicht. 45 Truppen sind schon nice, aber nicht für 16 Millionen. Das stimmt, das ist schon ziemlich viel und es dauert ja auch ein paar Tage. Aber es gibt ja Alternativen, ne? Bücher, Hammer, Gems. Und schon verkürzt sich die Wartezeit quasi um die gesamte Bauzeit. Schnell die Stream-Wiederholung löschen. Keine Chance. Alles geklippt. Alles runtergeladen. Das mixen wir alles zusammen, Tom. Die besten Fails in der Legende. Du hast eine geile Stimme. Sag mal Rapunzel. Ich hasse Rapunzel. Ich erkläre euch mal, warum ich Rapunzel hasse.
Also meine Pflegerin, die ist ja so ganz bio. Und da fällt genau dieser Begriff immer ganz häufig. Meister Rapunzel, Rapunzel. Bei Rapunzel gibt dies und wir haben dieses geliefert gekriegt von Rapunzel. Und da denke ich immer, was ist Rapunzel für eine Scheiße? Was ist das? Kann es essen? Rapunzel. Ja, ach so, das ist eure vorgelogene Bio-Geschichte da, was euch die Menschheit da vorlügt. Das ist Rapunzel. Ah, jetzt bin ich wieder bei dir, sage ich dann. So ist der, so läuft es also. Die größten Biolügen dieser Welt, da gehört Rapunzel auch mit zu. Nein, Rapunzel ist Rapunzel. Deswegen hasse ich eigentlich Rapunzel. Hast du das Bakari, das Feuerwerk im Stream gesehen, Toto? Entweder war ich da zu früh, zu spät oder hab nicht hingeguckt. Radieschen. Radieschen sind aber lecker. Die mag ich auch, Radieschen. Die gibt es ja aber sehr selten. Meine Kinder mögen Radieschen gar nicht. Und meine Pflege und ich, wir mögen aber Radieschen. Radieschen ist auch ein Name, ne? Radieschen. Aber die kleinen roten Dinger sind schon lecker. Was findest du am unnötigsten? Ich finde Mauern, da ich hauptsächlich mit Luft angegriffen werde. Okay, Mauern finden viele unnötig, aber sind wir mal ehrlich. Als Rathaus 13 jetzt nur Einzelmauern haben, das sieht nicht nur scheiße aus, das ist auch uneffektiv. Klar, Mauern werden übersprungen, überflogen oder unterbuddelt. Dennoch gibt es sicherlich einige Angriffsstrategien, wo wir eben gesehen haben, dass Mauern auch ein bisschen helfen können, wenn sie einen gewissen Level haben. Bei ihm geht es um das R. Okay. Meine Rede, Mauer sind überbewertet. Naja, so einen gewissen Level können sie haben. Ihr seid ja heute cool drauf. Hi Philipp. Na? Alles Corona-frei bei dir, mein Lieber? So, die 13 haben noch gar nicht so viel gezeigt. Dann komme ich noch mal zum Wesentlichen gleich. Hey!
Wieso wünscht uns Robin eigentlich immer einen wunderschönen Stream? Ist er nur noch am Malochen oder was? Na. Ist er nur noch am Malochen oder was? So, habe ich schon 3 kassiert? Nein, noch nicht. Oh, ich habe gedefft. Yes. Baselink ist nicht in der Beschreibung. Ah. Ich habe gerade die Gunst der Minuten noch genutzt, um mir meinen Smoothie hier zu holen. Ich habe heute mal einen anderen am Start, Leute. Erdbeer-Banane-Traube. Der sieht auch ein bisschen pervers aus, aber mal gucken. Erstmal den Deckel leer lutschen, wie immer. Oh, der ist schon mal lecker. Mmh. Oh, ist ja kalt. Wie konnte ich deffen? Mein Rathaus ist doch am Rand. Okay. Naja. So, jetzt sind wir am Start. Bild und Ton passen. Falls euch irgendwas nicht passt, lasst es mich gerne wissen. Das schaut aber kacke aus. Ich finde mindestens 11 wichtig, ist wegen Mauervernichter. Eben, das meinte ich eigentlich damit eben, dass doch gewisse Taktiken gibt, wo eine Level 1 Mauer sicherlich etwas schneller angefahren wird. Du holst den Eis, okay. Hast jetzt Hunger gekriegt, oder was? Darf ich eigentlich hier die Devs zeigen? Ja, ne? Das ist ja jetzt kein Freundschaftsklankrieg hier gegen irgendwelche Leute, die wir kennen, sondern der ist echt gesucht und das passt auch ganz gut jetzt von der Zeit. Also hoffen wir mal auf eine Dev hier. Gucken wir mal. Queen ist noch weit weg vom Rathaus. Und kriegt die schon mal heavy Beschuss. Noch eine Falle. Okay, das sind jetzt 1 Gebäude, 2 Gebäude, 3 Gebäude, die auf die Queen ballern. Eigentlich müsste die jetzt in die Selbstzündung gehen. Das macht sie auch und sie rennt schön weg. Okay. Aber mal sehen. Gegner hat vielleicht noch einen Plan B. Und der kommt da schon in Form von Minern. Okay. Scattershot macht einiges da. Allerdings gegen den Champion und gegen die Yetis dort. Aber er hat noch ein paar Miner am Rathaus. Oh, 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 oh. Das sieht gar nicht mal so übel aus, Leute. King ist noch zündbar. Und die Miner sind hier sehr, sehr schwer zu fassen, gerade an der Stelle. Queen braucht allerdings nur noch 1-2 Hits hier. Dann ist sie auch Essig, aber das könnten sogar 3 Sterne für den Gegner werden. Was nicht so schön ist, aber wir sind ja Sportsmänner, ne? Ja, das sind in jedem Fall 3 Sterne. Okay. Da wir Sportsmann sind, gibt es natürlich auch, habe ich gestern auch schon mal erklärt, auch immer gerne für den Gegner einen Hype. Das soll dann die andere Mannschaft hier auch anhypen. Wie geht's, mein Freund? Dani, und dir? Kaum kommst du hier rein, kassieren die hier. Das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht so gut. Das sieht aber noch ganz gut aus hier. Da ist noch reichlich am Leben. Worden kann noch gezündet werden. Ich wollte gerade sagen, notfalls habe ich ja noch einen Angriff, aber ich habe alles noch nicht so hoch wie der Kollege hier, der D-Mac. Ich bin der kleinste 13er, der kleinste 11er und habe aber schon einmal gedefft. Keine Zauber mehr über, böser, fähiger, ist jetzt auch weg, okay. Aber die Luftabwehr setzt heftig zu und auch der Inferno, aber ist ein Multi, ne? Oh, das ist nur ein Multi, okay. Der könnte in jedem Fall noch fallen. Außen ist auch noch eine Queen, die ein bisschen rumballert. Allerdings den Drachen hat es jetzt erwischt. Und ein Drachen, der nicht mehr so viel Leben hat und eine Queen, die auch ganz schön viel Leben hat, könnten das nicht mehr schaffen, glaube ich. Oder packen die es doch noch? Ah, nee. Queen ist hin. Ah, nee, der Warden ist hin. Okay. Und die Queen, oh, da ist auch noch ein Lager hier vergessen. Und da oben noch, oh, okay. Wir einigen uns auf Timefail.
Mensch, Toto, alter Wikinger, meinst du Drasil? Hallo King, na? Naja, so überall Briefchen hier, außer hier. Hier ist kein Brief. Ist kein Brief. Oh, das war auch eine eklige Base. Ja, super. Ist aber auch eklig. Da habe ich gar keine Idee drauf. Ist aber auch nicht so schlimm. Vielleicht die anderen. Ich habe heute Abend schon einmal gefailt. Allerdings mit meiner gebauten Armee auf meinem Rathaus 12. Ich hatte eigentlich noch eine Drachenarmee am Start zum Farmen. Für den Pass. Und habe damit aber im CK angegriffen. Weil wenn du erstmal drin bist und hast Attack gesagt, dann kannst du nicht mehr weg. Im Moment baue ich ja mit dem 12er nicht so unbedingt nur Farmarmeen, sondern da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Und mit 91% habe ich auch ein bisschen was gemacht, aber irgendwie war ich planlos und hatte danach eigentlich einen Hybrid auch auf die Base am Start. Macht aber nichts. Du hast, glaube ich, gerade der mich mit Mauervernichter angegriffen hat. Okay, ja, Mauervernichter werden weniger genommen, in der Tat. Aber wenn die jetzt erstmal ein Level hochgehen, werden wir sicherlich auch die anderen Maschinen wieder ein bisschen mehr sehen, also auch Mauervernichter, Slammer und so weiter. Schon gespannt wegen King Queen Level und die neuen Supertruppen? Ja, sicher. Na klar. Der Hype ist immer in mir, in meinem Clash of Clans Herz. Klar. Na klar. Ich habe ja was fertig hier, ne? Da könnte man ja was mitmachen. Sag jetzt mal so. Nicht wirklich, aber ein bisschen. Ich müsste jetzt mal fragen, was soll ich machen? Bei 329 Chat-Nachrichten. Oh. Hier geht's ab. 14 von 50. Das ist nett. Ich habe mir Eis geholt, aber härter als erwartet. Ein Löffel ist kaputt. Er hat keine Plastiklöffel nehmen. Da musst du schon richtige Löffel nehmen. Also ich bin schon ein bisschen, ich meine, ja, okay. Fünf Level auf die Helden drauf, das ist noch zu ertragen. Schlimmer wären Warden und auch der Royal Champion, finde ich. Queen und King gehen eigentlich so. Die sind schnell wieder fertig. Die sind schnell fertig. Ja, guck, Herr Schranzig schreibt da auch schon. Geht sofort auf 75 mit vielen Büchern und Runen und was man nicht alle hat. Mein Gott, wie ist das im CK ohne Helden? Mir ist es ja die Tage mal mit dem 13er passiert, ja. Ich bin mal auf den neuen Blitzhauer gespannt, ja. Ich finde es eigentlich gut, dass Supercell immer so ein bisschen so ganz klein aus dem Game hier noch so wieder diese Feinheiten kitzelt. Weißt du, so, jetzt ist der Blitz plötzlich wieder cool. Ah, alle nutzen Blitz. War ein Metalllöffel, okay. Dann hast du aber hartes Eis. Dann hast du aber hartes Eis. Dragon Ball 2. Ist das nicht auch ein Spiel, Dragon Ball? Ja, ne? Oder eine Serie, ne? Mir ist heute nicht nah so nach Bundesliga und Streams. Okay. Ich weiß gar nicht, wie in der Bundesliga ist alles entschieden. Zweite Liga interessiert mich auch nicht mehr. Außer dass Bielefeld wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt nur noch gewinnt. Aber die letzten beiden Spieltage, ich weiß nicht, ob ihr das heute beobachten konntet, sind ja an einem Tag zur gleichen Zeit. Heute war die erste Liga, morgen folgt die zweite Liga. Ein E-Drache-Angreifer ist das Einzige, das dich stört, der Luftfeger. Wenn du die mit zwei Bits rausnimmst, ist das mega Push. Abwarten, Kollege. Abwarten. Ich denke, so einfach macht sich Supercell das auch nicht, dass sie sagen, wir machen jetzt die Luftangriffe einfach ein bisschen schwächer. Stories. Zecke. Und die sehe ich mit Taschenlampe und dann habe ich. Quatsch! Ja, aber diese da, die hat das schon richtig angedeutet. Das hat man gesehen. Das ist wie so ein. Wo kommt die denn her? Die war doch heute nirgendwo.
Doch, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Diese... Im Garten? Nein, weil Basti und Mama, als hier vom Die waren im Ausland. Feld, ja, das Ja, habe ich da waren gesehen. sie. Aber da ist doch nicht so hohes Gestrüpp, dass man da sich dann eine Zecke einfängt. Nee, wahrscheinlich ist sie dann vom Bein und. Okay. Aber die war da richtig angelockt. Man hat so Widerstand. Zecke muss so richtig so groß sein. So groß, weißt du? Und dann, wenn du dann so matcht, boah, da muss erst das Blut rauskommen und dann musst du sie so rausdrehen. Bielefeld gibt es gar nicht. Na, das stimmt. Es gibt so eine Saga, dass es Bielefeld Ja. nicht gibt. Aber es wird nicht genannt. Aber recht. Hast Schön, ne? Wenn ich nachher ins Bett gehe, mache ich die Schotten dicht. Dann bleibt das hier hoffentlich ein bisschen kühler morgen auch, ja. Felix sagt, Alex, mach dich raus. Er zeigt dir gerade einen Finger, Felix, den mittleren. Das gibt eine Anzeige, okay. Mache ich jetzt Scheiße, wenn ich den mit meiner Armee angreife? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Aber ich glaube, ich mache Scheiße. Ja, ich lasse es mal lieber, ne? Also, ich gehe schlafen. Gute Nacht. Was? Jetzt schon? Noch keine 11 Uhr. Die Nacht fängt erst an. Das ist einer meiner beiden Söhne, Orange, ja. Alex kommt ja abends immer gerne mal rein, um einen kleinen Smalltalk zu halten. Sebastian lässt sich hier eher weniger blicken. Ab und zu auch schon, dann holt er aber nur seine Auszüge aus dem Drucker, seine Hausaufgaben. Ja, das ist auch, ja, normal auch länger, aber hab durchgemacht davor, okay. Du sollst ja bei mir durchmachen, Mensch. Doch, Nügen, Sebastian ist da anders. Die zocken kein Clash of Clans, nein. Und du bist nur besser. Nein, nein, ich bezocke deren Dörfer schon seit Jahren. Und ich muss jetzt mal gerade überlegen, was zockt Alex denn? Alex zockt Minecraft und Fortnite. Und Sebastian zockt Star Wars Battlefront 2 nebenher, aber hauptberuflich League of Legends. Also zumindest hat Basti immer den ganzen Tag League of Legends auf. Und wartet da, dass er da in so ein Game kommt oder so. Genau weiß ich das nicht. Ich kann es euch nicht genau sagen. Nehme ich den jetzt mit oder sind mir die dann böse, wenn ich verkacke hier? Ist mir zu gefährlich. Alexander und Sebastian. Oder andersrum, Sebastian und Alexander. Was ist daran so lol? Das sind jetzt nicht so die Hype-Namen, ne? Also so die neumodischen Namen. Wie Kevin. Oder Jan Luca. LOL ist League of Legends, ja. Ahmed oder Horst,
Das ist noch ein Name, Marco Horst, ne? Alter, Horst. Das ist ein cooler Name. Moin Toto, was geht? Alles, was Beine hat, Aslan. Würde ich jetzt mal so sagen. Matthias. Oder Matthias. Ja, Matthias ist auch so. Obwohl Matthias ist auch ganz schön altbacken. Horsten? Ach so, den Accountnamen. Oh, den kann ich dir nicht sagen, du. Offiziell Basti heißt er da, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Hildbert und Jürgen. Alles, was Beine hat, außer Tische, Stühle und Gehbehinderte und Ikea. Ja. Matthias, wenn dann bitte. Ach ja, Matthias schreibt sich mit einem T. Das habe ich gestern auch mal, habe ich auch wieder vergessen, heute nach Bakari beim Abmelden. Nacht Matthias habe ich auch mit Doppel-T geschrieben, das weißt du. Den hast du jetzt nicht gebracht. Wen meinst du, Aslan? Oder habe ich deinen Namen kacke gelesen? Nee, ne? Arslan. Black Mamba. Hier am Start. Also chilliger 50er hier auch für mich. Kann ich mich fast zurücklehnen. Mit einem T ist die vietnamesische Variante. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass der General nicht aus der Ecke stammt oder seine Vorfahren. Ich habe schon mal Bilder gesehen. Ich weiß nur nicht wo. War das Facebook oder ist das Facebook, Nügen? Wo sind wir Freunde? Generation 90er. Ich heiße Christian und kenne vier andere. Übel. Okay. Ja, Christian ist aber auch in Ordnung. Passt so. Passt so, würde ich sagen. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir, wieso sind wir eigentlich auf den Namen gekommen. Wann startet der nächste CW im Clan Free-to-Play, wenn ihn irgendeiner anstartet, Khan? Da ich jetzt im Moment nicht in dem Clan bin, wie du sicherlich feststellst, muss es dort ein Vize machen oder JJ oder Krummoletta oder Flens, irgendeiner kann ihn ja anstarten da. Du guckst mich schon, Roddy, du guckst mich schon so viele Stunden und hast noch nie guten Namen gesagt. Okay, merke ich mir. Ich bin nur Ältester, okay. Verdient. Es reicht auch. Viele Köche verderben den Brei. Günhard ist auch ein schöner Name. Günhard ist auch schön, ja. Aber Alexander und Sebastian sind eigentlich aus einer ganz anderen Schiene entstanden, also jetzt so die Namen. Wir wussten schon, dass Alexander Alexander sein wird. Das stand fest. Da wir aber nicht wussten, wer der andere Zwilling ist. Also ob männlich oder weiblich, habe ich gesagt, wenn es weiblich wird, ist es eine Sabine. Aber es wurde ein Sebastian. Aber pst, ist so. War damals Abmache. Sabine und Alexander wären es dann gewesen. Aber ich meine, wenn ich jetzt darüber nachdenke und sehe eigentlich Sebastian, wie er so klein war, dann hätte er auch so durchgehen können. Der hatte so helle blonde Haare, lang Locken. So hier unten so. Alex hat ja sowieso Naturlocken, aber Sebastian, wenn man den heute sieht, dann glaubt man gar nicht, dass er mal richtig blonde Haare hatte. Aber ich habe heute ein Foto von mir gefunden, Leute. Das ist echt jenseits von Gut und Böse. Wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich hole das mal. Ich habe heute ein paar alte Bilder geguckt. Kannst du ein paar Triple zeigen? Oh, die sind schon durch, Aslan. Aber ich habe heute ein paar Bilder geguckt hier. Da könnt ihr mal schätzen, aus welcher Zeit das ist. Warte mal, lass mal grad gucken. Alter, das ist ein Bild, ehrlich.
das ist so. ihr müsst mir den richtigen Dienstgrad sagen. Pass mal auf. Kann man das sehen? So ein bisschen, ne? Ist ein bisschen überbelichtet jetzt, ne? Ja, ist ein bisschen arg hell. Vielleicht fotografiere ich das mal ab. Alter Falter. Das war 1900, lass mich mal gerade überlegen. Wann bin ich denn zum Bund gekommen? Ich bin 1988 zum Bund gekommen. Das war gefreiter UA, so hieß das ja, ne? Gefreiter Unteroffizieranwärter. Genau. Und das war 88, Ende 88, glaube ich. Oder nee, 89 Anfang. 89 Anfang, glaube ich, in München, in Schwabing. Das waren noch Zeiten, das sag mal. der Stressbalken, ja. Das habe ich heute gefunden in so einem Album. Da habe ich etliche Fotos drin von den Lehrgängen, die wir da gemacht haben. Und weil ich da hinten in der Ecke arbeite, habe ich gedacht, so nebenbei guckst du heute Morgen mal so ein paar Bilder. Alter, was? Ja, grenzwertig. So, hier wollte ja jemand Dreier sehen. Ich hoffe nicht, dass er das macht. Leon. Da gibt's nichts zu lachen. Das ist bittere Ernst. 24 Grüne, dann nimm irgendeinen mit, der rot ist. Von mir aus den Toto oder so. Den hatte ich. Rot, Toto war rot. Gary. Kannst ruhig mitnehmen. Mal eine Frage. Es ist ja doch gesagt, es kommt eine Veränderung der Clan-Level. Oh. Habe ich die Tage auch über nachgedacht. Homebutton. Aber wie wollen sie es machen? Ich meine, es gibt mittlerweile Level 22, 23, 24, 25 Clans. Was willst du denen jetzt geben? Die sind ja bei 10 stehen geblieben. Das ist unheimlich schwer. Und ich glaube, es sind ganz, ganz viele Leute stinkig, wenn Supercell plötzlich sagt, okay, ihr seid jetzt alle fangen bei 0 an. Ich glaube, dann gehen einige auf die Barrikaden. Hat aber einen Lack gehabt gerade. Die wollen jetzt nichts mehr für die Level bringen. Hätte viel, viel früher sein müssen. Ja, da hätten sie am Ball bleiben müssen. Und wenn sie gesagt hätten, wir bringen so jeden zweiten, dritten Level irgendwas, wäre ja auch in Ordnung gewesen. Wie sieht es denn eigentlich aus? 14, 3 Sterne auf der gegnerischen Seite, 6 auf unserer. Okay. Aber wir sind ja hier noch in der Aufwärmphase. Sergeant Toto. Ja. Aber das war ein harter Lehrgang. Also die Ausbilder haben uns ganz schön zu dem Zeitpunkt und hey. Ich bin 1.1.88 zum Bund gekommen, Thorsten. Und das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Ich bin ja recht spät hingekommen, da war ich ja schon 21. Und nach ein Vierteljahr, glaube ich, ging es auf den Unteroffizierlehrgang, auf den ersten, meine ich. Oder war das ein Dreivierteljahr? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müsste ich mal hinter die Fotos gucken, wann ich die gemacht habe. Aber es geht ja nicht um älter sein und dass du auch da warst oder so. Ich war frisch 18. Ah, okay. Na, guck mal. Okay. Da haben wir es schon. Toto war das Feldkirchen bei Straubing. Nee, nicht Straubing. Hab ich gerade eben Straubing gesagt? Die Pionierschule, also ein Ableger der Pionierschule des Heeres für Bautechnik, ist in... Habe ich gerade echt Straubing gesagt? Nee, ist nicht Straubing, ne? Wie heißt denn das Örtchen am Olympiapark? Ich guck mal gerade, warte mal. Ich befrage mal Google.
weil wir mussten immer den Olympiapark hochlaufen, wie die Blöden. Also nicht den Olympiapark, sondern diesen Berg. Ah ne, nicht Olympiastadion, sondern in München das. Wie hieß denn das oder Stadion da? Jetzt komme ich da nicht drauf. Ich war da und komme da nicht drauf. Und wir mussten da mal hochlaufen, diesen blöden Berg. Das war direkt nebenan. Mussten also nur raus aus der Kaserne, rechts rum, wieder rechts rum und dann quasi links über die Straße und dann war da der Olympiaberg in München. Warte mal, Olympiaberg in München. Olympiaberg, Olympiastadion und Olympiapark. Aha. Dann grenzen wir das nochmal ein hier. Wissenswertes Tipps und Tricks München. Mhm. Ah, vielleicht habt ihr es ja schon gefunden. Kommst du 18 Wochen? Ne, Bogenhausen, da ist die Pionierschule des Heeres für Bautechnik. Aber es gibt so einen Ableger davon für Pioniere. Aber die ist schon richtig. Also da war ich auch über ein Jahr in Bogenhausen. Das ist ja direkt gegenüber vom Englischen Garten. Also nur, das ist quasi Schule raus, geradeaus durch und dann bist du unten schon an den Ausufern des Englischen Gartens. Das war auch eine teure Angelegenheit, wenn ich mich da heute dran erinnere. Also richtig teuer. Ich grenze das nochmal gerade ein. So, ich gucke mal gerade. Ich glaube, ich habe was gefunden. Warte mal. Da ist Bogenhausen, aber das andere war ganz woanders. Ich komme jetzt echt nicht drauf, wie das hieß. Es war ein anderer Stadtteil. Wie heißt der Stadtteil am Olympiaberg? Doch, ist Schwabing, ne? Glaube ich. Das ist Schwabing, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir nicht. Schwabing-Freimann. Naja, auf jeden Fall in Bayern. Und wo ich so lange in Bayern war, man konnte damals sogar wählen. Man galt als Wahlmünchner. Alter, machen die schon wieder 3 Sterne hier? Heieieiei. Mit Smash. Okay. Oh ne, der macht einen Timefail, oder? Da ist noch ein bisschen viel am Start. 16 Sekunden. X-Bogen, gib alles. Da ist noch mal eine Bombe. Er hat nicht alles gegeben. Das ist ja doof. Mit der Schickeria. Ja, genau. Jetzt, wo du das gerade so sagst, Marco. Ja. Ja, da gab es so ganz interessante Kneipen, muss man sagen. Früher gab es ja auch so Kneipen, die durften nicht so lange aufhaben dort, nur bis 11 Uhr, weil es dort nur Stehtische gab. Da mussten wir da um 11 Uhr weg und mussten dann woanders hin. Haben Level 22 das täte schon weh? Ja, das meine ich. Wäre cool, wenn die das ändern würden, ab einem bestimmten Level 3 Level spenden konnte. Oh, 3 Level? Dann wird's, ich meine, das wird natürlich für kleinere Rathäuser ganz cool. In der Tat. So, die gehen jetzt alle hier so langsam ins Böde. Was aber auch nicht schlimm ist. Angriff kommt 21.45 Uhr. Okay, Wartungsfenster gerissen, würde ich sagen. Ja, das Wartungsfenster aber gerissen. Deine Meinung zu den neuen Supertrumpen?
Habe ich ja heute im Video ein bisschen kundgetan, Aslan. Also ich halte die Supertruppen für in Ordnung, ja. Aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es ein billiger Abklatsch von den Clash Royale-Truppen ist. Auch bei der Hexe mit dem Skelett. Ich meine, Riesenskelett kennen wir von Clash Royale und hier aus den Events. Und der Inferno-Drache oder Baby-Drache ist auch kein unbekanntes Tier in dem Spiel von Supercell. Und deswegen habe ich da so ein bisschen das Gefühl, dass das für, das ist nur meine Meinung, das ist ein bisschen lieblos erdacht. Das ist nichts Neues. Also wirklich was Bahnbrechendes. Das gibt es schon in anderen Spielen. Bei Supercell. Die Kleinen werden mega gepusht. Das finde ich aber auch ganz gut, Orange. Denn ich hatte die Tage ja auch schon gesagt, dass es vielleicht so einen Button geben sollte. Bring mich mal gleich auf Rathaus Level 12. Weil wer jetzt heutzutage dann anfängt und sieht, Alter, Level 75 Helden und so ein starkes Dorf und Bauzeit 16 Tage. Wer fängt so ein Spiel noch an, von Level 1 an, wenn du nicht so Schübe hast? Und jetzt gibt es wenigstens so diese Schübe. Also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Schübe. Aber dann gibt es auch diese Rathausschübe. Also du wirst Rathaus 5 und hast erstmal 5 Tage richtig Power. Allerdings finde ich es da noch nicht ganz so sinnvoll, denn ihr wisst selber, wie schnell Minen und Sammler und Lager bei den klaren Rathausstufen voll sind. Das dauert keine 2 Stunden, dann hast du keinen Bob mehr frei. Und dann sind deine Lager voll. Und dann geht es wieder ans Gem. Aber es kommt jetzt in dieses Spiel und es bringt trotzdem eine Änderung. Naja, Orange, ich würde mich eher freuen, wenn wir mal so eine Spaßtruppe mal wieder hier kriegen für ein schönes Event aus Brawl Stars. So ein Colt oder den wir schon mal hatten. El Primo in a House. Aber nein, da bringen sie wieder ein bisschen was von Brawl Stars. Weil dort gibt es halt auch mittlerweile viel, viel mehr Karten. Also streng genommen viel, viel mehr Truppen. Und deswegen ist das so übernommen. Relion, schade, 92%, aber da geht sicherlich was. Also ich greife hier an, wenn hier 0 von 50 steht. Stimmt natürlich nicht. Stimmt nicht, Leute. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich mit meinem Elfer nur einmal angreifen muss und danach scoute. Mal sehen. Hat ja heute Abend erst angefangen hier. Vielleicht nehmen wir heute Morgen Abend das Ende noch mit, dieses Klankriegs hier. Aber auch das weiß ich noch nicht genau. Allerdings wird dieser Stream auch auf YouTube mal wieder online kommen. Auch das war so eine Frage von Katja, dass das kaum noch jemand macht, der so ein CW macht und ihn dann danach live stellt auf YouTube. Ich muss ja die Exportfunktion von Twitch nehmen. Das geht. Es gibt eine Exportfunktion. Da kann ich den Stream, so wie er ist, direkt nach YouTube exportieren. Allerdings glaube ich, dass das viele nicht machen, weil sie böse Musik drin haben. Und dann können sie ihr Video nicht monetarisieren, kriegen immer Urheberrechtsanspruchs-Mails und so. Und bevor da dann was Böses passiert, bringen sie halt ihren Stream, löschen die den einfach. Dann ist alles ruhig. Und das ist auch so ein bisschen Casus Knactus, wenn es darum geht, Content von Twitch auf YouTube hochzuladen. Denn streng genommen, das wissen hier jetzt nur die richtigen Experten und ich, darfst du diesen Content, den ich euch jetzt gerade zeige, erst 24 Stunden später auf einer anderen Plattform zeigen. Und das halte ich damit ja ein. Im Subchat sind ein paar gute Leaks für die nächsten Supertruppen. Ja, das habe ich auch gesehen. Finde die Idee gut. Ich finde den Elektrodrachen mega unfair, weil das den Queen charge. Alle reden davon. Das hat euch Itzu doch eingeredet, oder? Dass das die Queen charge Zerstörung ist. Und das Ende vom Queen Barge sein könnte, was 95 der Community traurig findet. Weil das so eine tolle Angriffs. Ja, das sieht immer schick und elegant aus, natürlich. Da macht Supercell denen jetzt halt einen Strich durch die Rechnung. Weil sie gesehen haben, alles ist OP mit Hybrid. Charge, Charge, Charge. Überall werden nur noch Heiler genommen und Queen Charge. Nix Classic mehr. Seid ihr selber schuld. Das hat mit den Edra nichts zu tun. Ach so, okay. Ja, kann ja sein.
Das war jetzt auch nur so in den Raum geworfen, Mensch. Nicht immer alles für bare Münze nehmen, was ich so vor mir gebe. Ich habe das Video von Itzo noch nicht gesehen, aber die Update-Geschichten hier. Aber ich halte. Und auch der Deadpool hält nicht. Oh, das sind ja schon Tipps hier, sehe ich gerade. Das ist ja schon Rathaus 13 auf Rathaus 12, okay. Ja. Kostet nicht sein, immer nein am Anfang, weil es ein verdammter fliegender Inferno ist. Ja, da kann man, da gibt es sicherlich, wenn ich jetzt in Clash Royale wäre und wäre so gut wie Orange Juice in Clash Royale, dann würde ich jetzt täglich Folgen machen. Was macht er immer für Folgen? Counter and Attack, das heißt, er nimmt sich die Truppe und oder in Clash Royale ist er die Karte und checkt, wie ist die Karte im Angriff und wie ist die Karte in der Defensive, beziehungsweise wie kann man sie countern. Und sowas wird, kann man ja hier in Clash of Clans auch entwickeln, ja, finde ich. Oder was meinst du, Camo? Sui Lalo, Sui Drachen, Betzk, ihr denkt immer nur an die einfachen Sachen. War das gerade ein Drei-Sterne? Ach, scheiße. Junge, da liegen wir ganz schön hinten hier. 18, aber ist es auch ein 50er. Also hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und wir haben noch 20 Stunden CK, also bitte. Das ist ja easy peasy. Alles gebrieft, außer die 47. Keiner Bock, die zu machen? Ich auch nicht. Was machen wir jetzt? Alles, was Beine hat, Camo. Außer Stühle, Ikea-Tische und du weißt schon was. Die Superhexe ist halt auch gefühlt ein Golem 2.0. Mit den Trefferpunkten von der Hexe zusammengerechnet, mit den Trefferpunkten von dem Riesenskelett, sind das über 7.000. Warte mal, 3.2 die Hexe und 4.1, glaube ich, das Skelett. Das ist heftig. Letztlich wird der Giftzauber außer Kraft gesetzt. Ein Frost stoppt ihn trotzdem. Naja, aber wenn jetzt die Meinungen werden sich dann wieder ändern, wenn ihr seht, was morgen kommt. Tote, die 46. Dann 2 Stunden Reservierung sind um. 46. Oh, das ist ja die 47 hier, wo ich gerade drauf bin. 46 ist auch wahrscheinlich nicht einfacher, du. Oh, 46 ist was für mich. Da habe ich nur die verkehrten Drachen. Oder eine verkehrte Truppe, das kann auch sein. Warte mal, was habe ich denn am Stissel hier? Naja, da kann man ja was mitmachen. Mit Drachen brauche ich die nicht angreifen hier, das ist schon mal klar, oder? Aber wir können, ich wollte gerade sagen, wir nehmen den Single Inferno raus, ist klar, Toto. Wir nehmen den Single raus, oder ich kann hier natürlich auch auf Scouten, ne, das geht auch. Feger steht nach da, okay. Wir könnten auch von der Seite kommen. Ach komm, wir machen das mal. Da habe ich hier ein bisschen was gemacht, ne. Ist nicht so schlimm. Weggucken. Warte mal, ich mach mal gerade andere Szene an. Oh. Toto, du Arsch. Toto ist voll Arsch. Alter Falter, das geht ja gar nicht. Toto, du Arsch. Ja, alles klar. Habe ich auch nicht gehört, was du mir gerade an den Kopf schmeißt. Ach, Queen, wieso schaffst du die Luftabwehr da nicht? Naja, komm. Wir scouten die Base hier mal. Ich muss mich jetzt irgendwie mal bemerkbar machen hier. Okay, dann lassen wir reingehen hier. Und wir friesen hier mal ganz hart. Kommt, ihr Drachen. So, wo müssen wir noch friesen?
Das ist eine gute Frage, ne? Da, immerhin haben wir schon mal 2 Sternchen hier. Da geht zwar noch ein bisschen was rum, aber ach, die sind auch ziemlich stark. Und da ist auch vor allen Dingen noch der Adler, der die ganze Zeit ballert. Naja, ich bin jetzt nicht stolz auf die 2 Sterne, aber dann haben wir wenigstens was gemacht und die Base ist schon mal angehetet hier. Ist nicht so schlimm. Aber ihr habt das gesehen, kann das sein? Kam jetzt keine Clanburg raus? Ich weiß es gar nicht. Das wäre jetzt für den nächsten Hitter hier was, der die Base macht. Und ich habe das jetzt nämlich gar nicht gesehen. Nicht, dass der hier nur Luftclanburg hat und hier kommt gar nichts raus. Aber was kann hier nicht rauskommen? Ein Hund und ein Loon. Ah, ein bisschen gescoutet. Killsquad könnte sich. Ich muss noch mal gerade gucken, was da jetzt rauskam. Warte mal. Nur mal eben schauen. Ten-Ten Level 19. So, genau hingucken. Vielleicht haben wir da ja nur ein bisschen was rausgelockt. Ah, doch. Ein Bogi. Ne, ist ein Magier. Okay, ist ein Magier. Aha. Das heißt, da drin ist noch eine Lufttruppe, ne? Würde ich sagen. Ein Lava-Hund. Oder Loons. Okay. So, Totorichtlack. Oh ne, unsere Nummer 1 von 22. Ist wie Aslan, sag ja, aber ist der Golem ab Rathaus 9. Na, ich nehme ihn noch ganz gerne auch auf Rathaus 10 und 11. Für den Killsquad so, ja. Gohok auf Rathaus 13 mit 9 Golem. Könnte nice werden. Kann sein. Die Base lag mir nicht eher. Ist ja nicht so schlimm. 2 Stunden Reservierung. Ah ja, richtig. Da musste ich mich heute auch mit anfreuen, dass es hier so viel Post gab. Leute so und so angreifen. 2 Stunden Brief. Clash on. Dann gab es noch eine Meldung. Das hat mich überfordert. Oh, der greift auch schon wieder so lange an. Aber holt keinen dritten. Ach, Glück gehabt. War ja schon Hit drauf. Okay. Naja, solange ich hier noch ein paar Angriffe auf mich ziehe, ist ja noch alles gut. Und auch der A-Teams hier hat hier gedefft. Lass mal gerade gucken. Ah, Boxbase. Okay. Die Frage geht an Toto und an Chat. Welche Truppe findet ihr am besten bzw. am effektivsten? Meine Schweinereiter. Das ist unterschiedlich. Das kommt tatsächlich immer auf die Base an. Ich finde auch zurzeit Drachen sehr stark. Drachen finde ich sehr stark zurzeit. Richtig eingesetzt. Und eigentlich ist auch immer eine stabile, starke Truppen. Lohnt's. Balance. Ist eine grundsätzlich, sag ich mal, wenn man so ein Aufwärts- und Abwärtstrend sehen würde, sind, glaube ich, die Loons immer so ein bisschen so oben und dann halten die sich aber ganz lange. Ich glaube, Loons sind immer eine recht stabile Truppe. Aber es kommt ja auch immer ganz auf die Base an, da hat er schon recht. Bei dieser Base hat es halt nicht gereicht mit den Loons und den Drachen. Also hat er hier verteidigt, der Artemis. Aber ich glaube, Loons ist so eine Truppe, die auch, die halt nicht dieses Auf-Ab hat. Mal besser, mal schlechter, mal nicht so gut, sondern das ist so eine gleichbleibende Truppe. Hawks sind schon nice, von 7 bis 13 einsetzbar. Ja, Hawk Rider ist auch so eine Truppe, die ist in allen Rathausstufen vertreten und auch gerne gesehen, gar keine Frage. Dreckklon, also Drachen und Loons, ja siehst du, da sind sie wieder, die Loons und auch die starken Drachen. Mach mal weg. Auf 13 sind sie okay, aber man muss schon aufpassen, weil Scatter, natürlich, die sollten entweder raus sein oder du musst sie halt freezen. Nee, Bugs, das ist klar. Das ist klar. Also Hawk Rider Angriffe auf Rathaus 13 only mit Climb Killsquad oder sowas. Bola Yetis ist halt eine Kombi für mehr Sterne
als zwei. Nicht immer. Auf Rathaus 2 war zum Beispiel Lalo komplett OP. Nebax, du hast ja die Tage gesehen im Rathaus 10er Turnier bei der GML. Ich glaube, da haben wir bis auf einen Angriff nur Lalo gesehen. Also Queen Charge Lalo. Noch nicht mal Sui. Das war einfach nur so geht's. Aber die Ausführung war halt nicht so effizient. Hallo Per. Guten Abend. Oh, mein Bot hilft ja. Mein Bot hilft nach wie vor. Ich habe es ja die Tage mal wieder angemacht. Früher war mein Bot ja noch viel schlimmer, eine Quasselschrippe. Lalo ist nur OP, wenn man es wirklich kann und die Base stimmt. Natürlich. Genauso ist auch ein Gohok OP, wenn die Base stimmt. Brutal schwierig. Ich glaube, die Luftangriffe, gerade was Lalo angeht, mit Sätzen der Hunde und der Loons und der Zauber, ist schon nicht ganz ohne, ja. Mal schauen, wie es am Montag wird. Wie kommst du drauf, Nebax? Montag? Ist das schon geleakt, dass Montag das Update kommt? Muss ich Homeoffice machen? Corona-Homeoffice oder was? Um da live mit euch nachmittags zu streamen, wenn das Upgrade reinkommt oder das Update? Kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich habe keinen Urlaub, da kann ich das nicht machen. Da geht das erst abends, da muss ich mir den ganzen Tag warten aufs Update. Das ist auch scheiße. Toto Gohok kannst du auf Rathaus 8 und auf jeden. Ja. Lalo ist die schwerste Strategie, die es gibt. Lern Deutsch, das heißt Base, nicht Base. Mein Gott. Digga. Magel. Nun, sei mal nicht so streng mit deinen Menschen. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Und lesen konntest du es aber auch, oder? Ich meine, du beschwerst dich darüber, dass er Base schreibt mit B-A-C-E und rügst ihn, dass das ja Base heißt, Base. Aber lesen konntest du es. Update kommt sicher, schreibt der Luis. Montagmorgen. Weil morgen der letzte Sneak kommt. Na, meistens sind es ja zwei Tage dazwischen, ne? Weil dann doch nochmal so die letzten Fehler rausgekratzt werden. Bin aktuell Platz 14 in der DL mit Lalo. Und wenn jetzt schon gebufft wird, dann würde es schon schmecken. Naja, ich meine, kriegst immerhin einen fetteren Hund. Kriegst immer einen fetteren Hund dazu, ne? Und dann kann man ja auch ein bisschen die Zauber ein bisschen kombinieren. Also nicht nur Wut nehmen und Eil, sondern vielleicht mal einen Blitz mit einpacken oder so. Oder zwei. Weiß nicht. Aber es gibt ja noch schöne andere Geschichten, die dann wieder dagegen wirken. Allerdings haut der Gegner hier ganz gut rein, Leute. Das ist sicherlich nicht ganz einfach zu kompensieren. Sie versuchen es auf Montag und verkacken es fast wie immer. Dann wird's Dienstag, okay. Darin sagte, es gibt Sneaks bis zum letzten Tag vorm Update. Das würde für Montag sprechen. Ja, das stimmt. Und die neue Truppe wird mit Sui Lalo wahrscheinlich auch nice harmonieren. Ich dachte, die neue Truppe ist nur eine Defense-Truppe. Oder kann man die auch in der Offense nutzen? Es werden immer mehr Sterne hier auf der anderen Seite. Aber ist ja auch ein CK hier. Ich bin Legastheniker. Ich werde in Zukunft Base schreiben, okay? Nicht fetzen hier. Habt euch lieb. Kommt, gebt euch die Ellenbogen. Reicht euch hier die Elle. Wie hieß das? Kelle, ne? Corona-Elle. Es wird eine neue Truppe geben, die als favorisiertes Ziel Helden hat. Ah, okay. Okay. Ja, einige haben da gar keinen Bock drauf. Auf so ein neues Trüppchen. Das muss man eben mit dem Bengel hier angreifen. Schnell mal den Tagesstern machen nebenbei. Oh, hier kann ich ja voll Attacke machen hier. Ach, das ist das hier beim iPad, ne? Wenn man hier mehr Finger macht. Ich meine, das sind nur vier Finger. Wieso macht denn der das? Ich habe gedacht, das ist erst bei fünf Finger.
Naja. Wenn ihr euch nicht liebt habt, muss ich euch mit einer kleinen Sperre belegen. Es gibt ja noch die private Chatfunktion hier auf Twitch, dieses Wispern oder so. Da könnt ihr euch ja gegenseitig anflamen, wie scheiße ihr seid und wie blöd der eine ist und der andere noch blöder. Aber tragt doch das nicht hier so öffentlich aus. Das ist auch peinlich für euch beide, oder? Also für meine ernsten Zuschauer hier seid ihr jetzt beide schon abgestempelt. Naja, kann das Update nicht einschätzen, aber mit den FCs, das wird sehr, sehr nice, ne, Max. Da, Alter, üben und machen, bis du schwarz wirst. Das wird richtig cool, in der Tat. Einfach mal bauen und machen. Vespa Inquisition, ihr habt doch einen E-Sports-Clan mal rausgebaut, weiß gerade nicht welches. Ja, haben die ein E-Sports-Team auch? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich bin chillig, hoffe du auch. Na, guck mal, es geht doch. Haben die. Ja, meine ich eigentlich auch. Man müsste mal Master Tom ein bisschen genauer zuhören. Aber das heißt ganz anders, glaube ich, ne? Heißt es Big Mac? Nee, heißt nicht Big Mac. Big Mac. Das heißt nicht Big Mac, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Hey! Ich schreibe immer alles richtig aus und du liest alles extra falsch. Das stimmt nicht, Aslan. Nebrax, du Alter, bist du bei Inquisition. Ich lese es ein bisschen schneller. Smiley, smiley, lach, lach. Ihr habt ja doch einen E-Sports-Clan mal rausgehauen. Ach so, rausgehauen. Ah, okay. Rausgehaut hast du geschrieben. Das war voll der Fehler, Aslan. Das heißt nicht rausgehaut, sondern rausgehauen. Mann, lern Deutsch, ey. Mensch, war ein Scherz. Ich hab's ja lesen können, genauso das gleiche wie eben auch. Naja, fast. Moin, moin, alter Freund. Kennen wir uns schon länger, Reality? Dass du zu mir alter Freund sagen kannst, waren wir schon mal zusammen im Sandkasten und haben tiefe, tiefe Löcher geschaufelt. Jupp, okay. Oh, alles klar. Jetzt muss ich natürlich weit. Jetzt muss ich mal ein bisschen weit in mich gehen und tief in mich gehen. Warst du das, der mir damals den Regenbogenwurm gegeben hat? Und ich gesagt habe, okay, was ist denn das für ein glibberiges Teil? Hau ich mir mal weg. Es zappelt doch so. Oh. Kommst du da nicht ran, weißt du, weil der so zappelt. Tiefe, tiefe Löcher, ja. Naja, es gibt auch noch einen anderen Spruch, Aslan. Den gibt es auch noch so ein bisschen auf Bundeswehr gemünzt, weißt du? Ob wir beide zusammen schon mal einen Graben ausgehauen haben oder so. Aber reines Eiweiß. Und vor allen Dingen noch mit ein bisschen Sand, Sascha. Nach dem alten Spruch, Dreck scheuert den Magen. Ich glaube, das schmiert mir meine Mutter auch noch in 10 Jahren aufs Brot, weißt du? Die hat nämlich, glaube ich, von oben runter geschrien. Ich war ja damals Oma-Kind und meine Mutter hatte das dann gesehen und hat dann gerufen, Tatin! Und ich so, was? Kannst du gerne machen. Hau ich gleich in den Müll. Bin ich nicht gestört. Eieieiei. Hallo, es gibt diese Whisper-Funktion.
So, es werden immer weniger. 9,55, obwohl war vor einer Stunde auch schon, ne? Mit Betz. Ah, ein bisschen wird hier diskutiert. Ich bin übrigens nicht, ich weiß nicht, ob Katja noch da ist, ich bin nicht bei euch in den Discord reingekommen. Ich habe so viel Discords. Und dann auch noch in die persönlichen Clan-Discords hier reinzugehen, das übersteigt, glaube ich, so ein bisschen meine Übersicht der Discord-Server, die ich sowieso schon so beobachte. Und dann auch noch in die Clan-eigenen reinzugehen, das ist ein bisschen heavy. Kann man sich bei euch bewerben? Kann man euch beitreten? Wenn du ein guter Spieler bist, Aslan? Was heißt ein guter Spieler? Glaube ich nicht. Alles gut, okay. Naja, ich wollte es nur gesagt haben. Ich habe das noch gesehen. Also ich verpasse nichts. Also auch wenn ihr mich mal DMt oder so, auch wenn ich ja immer dauerrot bin, dann heißt das nicht, dass ich nicht ansprechbar bin und manchmal auch sogar antworte. Wenn ich dann richtig dabei bin, bin ich auch mal grün. Aber das ist auch eher selten, weil ich bin doch schon sehr errötet immer. Heute hatten wir wieder Sprechstunde bei den Ströms. Ich habe schon einen gemacht. Ich habe eben schon verkackt. Ja, was heißt verkackt? Ist nicht. Ich habe eben 2 Sterne markiert. Edelscout. Wusste nur nicht, ob du das für dich relevant sein könnte. Nein, ist es nicht. Nee. Ich habe so viele Anfragen in die Discords oder so. Also ich kann euch sagen, wo ich überall drin bin. ACWL, Global Community, Clash of Clans, also Supercell Akademie, beim Potluck, beim DCM, Clash of News, Streamlabs, nochmal Streamlabs, CWC Germany, Wiki, Clash Cup, Nilsson, 1489, sehr netter Typ. Ich bin bei der GML, ich bin dann bei Spätzle mit Soße, ich bin bei der Ström, ich bin bei Toto Clash und noch in 2 anderen oder 3 anderen. Und das reicht auch. Also ich habe immer reichlich zu lesen hier, auch nachzulesen. Bis erst Rathaus, bin erst Rathaus 10, okay. Wir werden schon sehen. Warte mal, Rathaus 10, wann kommt denn mal wieder was für Rathaus 10 im Moment? Läuft das eigentlich schon bei der Global Community, dieses Achterturnier? Nee, ne? Warte mal. Das läuft noch gar nicht, ne? Da suchen ja noch Leute. Ich hatte gedacht, vielleicht spiele ich da mal mit. Hier könnte dein Clan stehen. Ja, habe ich im Moment nicht gesetzt. Also ihr wisst, glaube ich, unten in der Infokarte. Also wenn ihr auf Info geht, das ist auf Twitch, auf dem Handy. Wenn man jetzt runter von meinem Kanal geht, glaube ich, und geht auf Info. Ich muss das ja immer selber am Handy machen, wie ihr das auch seht. Ihr seht ja vieles auch gar nicht. Ihr seht ja zum Beispiel nie, dass ich auch ein Offline-Bild habe, wenn ich wieder offline bin. Das sieht man im Moment nur am PC. Hey. Aber es gibt hier ja Regeln, YouTube, Instagram, Infos. Und unter Infos, das habe ich jetzt gerade neu gemacht, die Tage. Da stand eigentlich immer Clan, da stand eigentlich immer Spätzle mit Soße und sowas. Da habe ich jetzt aber mal reingeballert, wo die Musik hierher kommt, weil der Urheber möchte das ganz gerne, dass man das erwähnt und vielleicht auch verlinkt. Das steht in den Terms of Services bei, oder Rules of Services bei NCS. Und das habe ich dafür ersetzt. Also wo hier jetzt eigentlich Info steht, stand vorher Clan. Und daher gibt es dieses Clan auch noch. Aber ich habe das jetzt mal ein bisschen angepasst, dass das auf dem YouTube-Kanal so ist, unter der Beschreibung was steht. Und auch hier bei Twitch. Ich will mir da halt nur nicht in die Karre pieseln lassen, wenn da mal was ist. Anmeldestand war gerade. Okay, oh, danke, Jelon, dann muss ich mal reingucken. Aber ich glaube, Nügen hatte schon gefragt oder Homebutton. Homebutton ist mit seinem Achter auch dabei, okay. Es gibt einen Community-Clan, ja. Wo ist er? Der hier. Das ist einer. Für Rathaus, was haben wir denn hier? Ab Rathaus 10. Ab Rathaus 10 hängen wir hier ab. Und dann gibt es noch einen zweiten. Da sind wir nicht ganz so hoch. Den habe ich hier noch nicht mal drin. Ah ne, das ist ja Clans. Warte mal. Clans. Ach, habe ich auch nicht mehr drin. Habe ich hier gar nicht drin. Hier könnte ich mal eigentlich ein bisschen aufräumen, ne? Da
Das ist ja echt eine alte Liste hier. Alter Donnerbengel, was machst denn du? Das ist einer meiner ersten Clans, wo ich drin war. Ü18 Bunker. Und da ist auch immer noch ein Arbeitskollege von mir drin, der Christian. Der Hero Wolf hier. Der ist hier nicht rauszukriegen. Oh, hat ja auch schon ein bisschen was getan, okay. Hier gab es immer einen Tigger, hieß der. Der war immer so ein Tiger, genau, Tigger. Tigger ist so ein Tiger, ne? Aus irgendeiner Zeichentrickserie. Aber die sind auch ein bisschen stehen geblieben hier teilweise, muss ich sagen. Naja. Aber es gibt den anderen Community-Clan, ja. Der da heißt Free-to-Play. Und jetzt sag mal, Free-to-Play, Play-Play-Play. Ach nee, halt, wir haben das anders geschrieben, das Play, ne? Mit E, ne? Ah, da ist er. Wir können ja Rechtschreibung, ne? Wir können ja Rechtschreibung. Und das ist unser Community-Clan für Apparathaus Level 7 bis 9 im Moment. Wir nehmen im Moment nur 7 bis 9 auf hier. Alles andere vermiest uns das Matchmaking. Wenn wir hier jemanden aufnehmen, der Rathaus 10, 11, 12 oder 13 ist, dann können wir die mitnehmen, ja. Also wir können sie aufnehmen, aber wir nehmen sie nicht mit in die normalen Clankriege. Ich glaube, Liga lassen wir jetzt einmal über uns ergehen. Wir sind ja hier in dem Free-to-Play-Clan aufgestiegen, sind jetzt in Goldliga 3. Und ich glaube, in Goldliga 3, ich glaube, das wird nichts mehr mit Rathaus Level 9. Da müssen wir schon den einen oder anderen Zehner haben, glaube ich. So, der Dragon Ball hat er ja eben angegriffen. Jetzt ist er in der Def hier mit seiner Ringbase. Aber auch ein kleiner Dippy. Kann man halten ohne Zehner, okay. Wir sind ja schon reichlich Neuner. Wir sind ja schon reichlich Neuner, muss man sagen. Und unten, die kommen ja auch hoch Richtung 8 mittlerweile. Aber gut, in der CWL haben wir nur einen Angriff. Nicht so wie jetzt in den Clankriegen, wo wir das gut immer kompensieren können. Wenn der eine halt mal nicht ganz so viele Sternchen macht, dass der andere das ausbessert. Und jetzt schon den zweiten PW hintereinander gemacht haben. Aber da sieht man das, glaube ich, dass das Matchmaking doch funktionieren kann. Zumindest in den normalen Clankriegen. Die letzten beiden Clans waren eigentlich so von der Ausrichtung 9er, 8er, 7er, glaube ich, recht fair. Ach, müssen 13er immer. Wird es demnächst noch einfacher, Leute, mit den Supertruppen, mit den 9? Wird es noch einfacher werden, hier die Zwölfer wegzumatchen? Du hast eben schon gefragt, wie alt ich bin, mein Lieber. Und mein Bot hat dir doch schon geantwortet. Ach nee, Nügen hat das gemacht. Guck mal gerade oben. Ach, immer diese scheiß Dips. Naja. Aber gut, ich denke mal, die 13er und die 12er können ja auch dippen. Also hier ist noch nichts um, ne? Hier ist noch 20 Stunden Zeit. Der Gegner hat jetzt 20 mal 3 Sterne gemacht. Und unsere Götterzörnigen hier erst 6 mal. Das hat aber eigentlich noch nichts zu sagen. Der Gegner hat auch schon mal 16 Angriffe mehr hingelegt als unsere 1. Also von daher 20 Stunden Zeit locker. Gibt es eine App, in der man sieht, wie man jetzt zum Beispiel sieht, wie lange man braucht, bis man von Rathaus 11 bis Rathaus... Das kannst du dir errechnen, ja. Eine App gibt es da nicht, Emanuel, moin. Eine App nicht, aber es gibt eine Webseite, wo du das sehen kannst und wo das auch zusammengezählt wird. Oder gibt es die nicht mehr? Da konnte man sein Rathauslevel eingeben und was man hatte oder seine ID und dann hat er das ausgelesen und hat das tatsächlich gezeigt, so lange brauchst du noch für die Bogenschützentürme, so lange brauchst du noch für deine Helden und so weiter. Und dir, Manuel? Aber sonst kannst du das ja ausrechnen. Ist halt ein bisschen, war das Pixelkrux? Ja, Pixelkrux? Ich meine, es gab so eine Seite. Da hast du deine ID eingegeben und konntest genau sagen, was hast du von was.
Und dann wurden die Upgrade-Kosten dort errechnet, meine ich. Und auch die Zeit. Aber gut, man kann die Zeit ja auch ein bisschen abkürzen. Pass, Jam, mal ein bisschen was schneller laufen lassen, dann sind die Rechnungen oder die Berechnungen nicht mehr ganz so genau. HP Endgame schreibt da, was geht, Bruder? Bruder. Hat die Tage auch schon 16 Jahre zu mir gesagt, er wäre mein Bro. Das war ein ausländischer Zuschauer, dass ich sein Bruder bin. Ich wollte ihm erst schreiben, Alter, 16 und 54, das ist aber schon ganz schön weit auseinander, brudermäßig. Ich weiß nicht, ob es die Webseite noch gibt. Keine Ahnung. ClashTrax kann man das eintragen und errechnet, wie viel Zeit und Load man braucht, um Max zu werden. Ja, guck mal, ClashTrax zum Beispiel wäre, wenn es denn so ist, ist dann auch so eine Seite, ja. Aber man kann sich auch selber hinsetzen, macht geschmeidig eine Excel-Tabelle und dann kann man das auch machen. So handmade. Back to the roots. Die Arena wurde aufgeräumt. Oh, ich kann mal mit euch mal eben nebenbei mitspielen. Mache ich mal eine Runde mit, glaube ich. Mach mal eine Runde mit hier. So, der Sven hier von Götterzorn auch mit Yeti Smash. Und gucken wir mal, da sind noch nicht ganz so fette Helden, aber auch noch nicht mehr. Oh, er hat aber noch, er kann noch mal. Ist das ein Zwölfer? Ja, ist ein Zwölfer. Das heißt, er kann noch mal die Maschine hier switchen, wenn er möchte. Da hätte man vielleicht auch hätte Fahrradkette was anderes rausnehmen können an der Stelle, weil hier im Smash doch die beiden Scatter-Shots hier rechts und links ziemlich viel scattern. Also es ist unheimlich hart hier jetzt gerade für die Truppen. Und außen, was kommt da gleich raus? Nach den vielen, vielen Magiern on the road hier. Da kommen die, peilen das jetzt an. Das ist eine Walküre und ja, da hat er wahrscheinlich, da hat er doch mit dem, mit Zeppelin angreifen wollen. Aber vielleicht muss er das gar nicht mehr. Hier leben ja noch ganz schön viele Truppen. Ist zwar noch außen so ein bisschen was zu tun, aber hier helfen ja immerhin noch zwei Yetis außen und die können einiges wegmachen. Queen ist auch noch da, kann er zwar nicht mehr starten, aber die müsste das im Heil, ah, nicht ganz schaffen. Okay. Nicht ganz. Die Heiler teilen sich nochmal. 46 Sekunden. Rolltesla auf 6. Spotter. Oh, Rolltesla auf 12. Und noch einer auf 9, okay. Ich weiß gar nicht, ob hier gespottet wird in dem Clan. Bahn links so zum Trecker. Ach so, ja, okay. Pixelkrux, komm. Okay, können wir leider nicht zulassen. Links sind not allowed, zumindest nicht solche. Kämpfer. Oh, Jack. Der Jack holt sich hier den Pott. 140 ist aber noch mau. Naja, wir sind nicht weit weg hier. Also, das passt schon. Das sieht gut aus hier, könnt ihr mir glauben. Alter, das ist auch ein Arm. Ich glaube, der ist mit Photoshop nochmal bearbeitet worden von Thiele. So dicke Arme habe ich doch nicht, oder? Ah, es geht so. Gary hatte gestern 200 geschafft, ja. Aber Rekord ist, glaube ich, nach wie vor bei den Hungerspielen, ich glaube, 360, ne? Meine ich. 360. So, wir haben wieder einen Gegner beim Plan kommen. Da haben wir auf jeden Fall gewonnen. Gegen Heimatfront. Och, nur ein Zehner, ey. Ist das euer Ernst? Was ist denn bei uns los? Erst spielen wir einen 15er und jetzt nur ein Zehner? Das ist aber mau.
Dreimal Boden, einmal Luft. Nicht ganz einfach. Naja, wie hier unten werden in jedem Fall noch fallen. Das ist ganz sicher, wie es einem in der Kirche. Mache ich mir auch gar keine Gedanken rum. Meine Pflegerin hasst das, wenn ich meine Brille mit dem T-Shirt putze. Dann könnte die an der Wand gehen. Naja. Und da ist immer noch was vor. Alter, was ist denn das jetzt? Ach komm. Ist gar nichts. Als Brillenträger bist du sehr sensibel. Also da siehst du quasi jeden Pixel auf deiner Brille. Ich könnte mal eben die Gunst der Stunde, glaube ich, nutzen, ne? Maxi ist nicht online, er kann mich nicht hosten. Ich gehe mal gerade auf die Toilette. Thank you.
Ja, so. Ich habe gerade mal, ich habe das mittlere Licht hier ausgemacht. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen anders gewesen gerade. So, ich habe aber die Gunst der Stunde genutzt. Wie immer. Immer die Gunst der Stunde nutzen, solange wie es noch geht. Hi Razer, grüße dich. Und naja, ich habe mir das die Tage mal bei Kari so ein bisschen angeguckt, so dieses absolute harte Just-Chatting-Format, wo man so seinen Browser zeigt und so, wo man so auf Videos reactet. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Ich könnte mal auf meine Kollegen reacten, ne? Oder ist das nicht so gut? Obwohl, ich könnte mein Auto mal leaken, ne? Mein neues. Wenn es denn mein neues wird, vielleicht seid ihr auch in meiner Kaufentscheidung beteiligt. Weil ich liebäugel ja nicht unbedingt jetzt mit dem A4, weil ich ihn halt ganz gerne mag, sondern ich habe auch so ein bisschen mich in ein ganz anderes Auto verguckt und meine Pflegerin auch. Und zwar ist das der Q3 Sports Pack. Allerdings habe ich immer so das, habe ich das Gefühl, also ich mag flach auf der Straße sitzen und nicht so hoch in so einem Halbsuv oder sowas. Das ist genauso wie ich keine Gleitsichtbrille mag und aber eine brauche, aber mich vehement dagegen wehre, eine zu kaufen. Moin Meister. Moin Assassin. Na, wie ist mit dir? Alles Corona-free? Mund Nasenschutz gewaschen? Da sind wir ja glücklicherweise heute Abend stehen geblieben, warum ich auch tatsächlich, muss ich sagen, so ein bisschen enttäuscht bin von unserer Regierung im Moment. Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt hier im Nebenkreis der rote Fleck auf unserer Karte ist in Deutschland, sondern es geht auch tatsächlich darum, dass die deutsche Bundesregierung ja mal rausgeballert hat, dass es wieder lokale Lockdowns geben wird, wenn eine gewisse Obergrenze überschritten wird. Und diese Obergrenze ist ja nun leicht überschritten auf 100.000 Einwohner gesehen. Und trotzdem sagt der Kreis, wir kriegen das in den Griff. Das finde ich auch persönlich dann wieder an der Stelle nicht in Ordnung, muss ich sagen. Das ist sowas, was das stört mich dann auch, weißt du, auch wenn es hier so ein Nachbarkreis ist, wo ich ja auch arbeite in dem Kreis. Aber ich habe dort dann tatsächlich auch heute Abend eine. Ich konnte die Karl Lauterbach-Meinung mal teilen. Der hatte das, glaube ich, auch rausgeballert. Und wenn man dann tief darüber nachdenkt, dass die das ja rausge. Und alle haben ja so, boah, so alle. Alle haben ja so Schiss davor, Alter, hoffentlich machen wir die 50 in 7 Tagen nicht. Wir machen den Trend kaputt und uns machen sie wieder alles zu und so. Und jetzt haben wir hier ja einen Trend, der sprengt ja alle Ketten hier. Da kannst du ja über 1000 neu getestet Infizierte auf 360.000 Einwohner. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Kreise man hier reinpacken kann. Machst du bei deinem Clan in der CWL Taktik 1 oder so? Wie läuft das bei dir ab? Das kommt ganz oft das Rathaus an, Orange. Das kommt immer ganz aufs Rathaus an. Ist verschieden. Ist verschieden. Ich gehe auch schon mal auf Risiko. Ja, ich gehe auch schon mal ein bisschen auf Risiko, wo ich dann tatsächlich ein bisschen auf 3 Sterne gehen will, aber das ist immer verschieden. Also mit dem 13er tue ich mich besonders schwer, muss ich sagen. Nicht jetzt unbedingt die 2 Sterne immer zu holen, aber halt um den dritten so rauszukitzeln. Ne? In der letzten CWL habe ich keinen 3 Sterne gemacht, aber ich war immer in den hochprozentigen Bereich. Nicht, was das Grüne hier angeht. Warte mal, nicht leaken hier, das nicht geleakt. Immer dran denken, Toto leakt gar nichts. Aber für mich war das so in Ordnung. Oh, das war der beste Spruch hier heute Abend. Tschüss. Okay. Herr Felix war schneller als ich. Bester Spruch des Abends. Alter, es gibt immer noch so eine Huans. Es gibt immer noch so eine Huans. Immer diese dumme Scheiße. Ja, das stimmt. Oh Gott, oh Gott. Pass mal auf, jetzt haben wir gleich wieder einen, der sich jetzt alle nasenlang neue Accounts macht. Aber gut, was willst du machen? Das kriegst du hier auch nicht raus.
Aber was heißt bei deinem Clan? Wir haben leider viele schlechte Spieler. Du kannst nie sagen, es sind schlechte Spieler. Ich würde eher sagen, okay, danke, JJ. Ich würde eher sagen, dass die Effizienz nicht so hoch ist. Also stempel deine Spieler oder stempel Spieler nicht daran ab, wenn sie keine 3 machen. Ich meine, wenn ich ehrlich zu mir bin, mit meinem Rathaus 13 Account habe ich es nicht mehr verdient, bei Spätzle mit Soße mitzuspielen. Vielleicht bin ich dort nur noch geduldet. Weil die spielen alle, nicht alle, aber es spielen schon einige extrem gut, extrem besser und machen da auch viel mehr als ich. Das kommt ja auch noch dazu, ja? Hier mal so ein FC rausballern. Da tue ich mich natürlich schwer, aber hier Zauber zu spenden, das kriege ich immer hin. Und deswegen urteile nie daran. Ich meine, vielleicht bin ich auch noch dort, weil ich immerhin stabil nicht verkacke. Außer im letzten CK. Nee, vorletzter CK war es. Vorletzter CK war es, wo ich die Helden verpeilt habe. Aber deswegen urteile nie daran, wenn Leute keine 3 Sterne schaffen. Ich meine, ich schaffe das ja auch nicht hier. Endlich ist der Sohn mal im Fernsehen. Okay. Wie niedlich. Naja, da ist doch ganz schön. Haben wir mal was, mal wieder ein ganz anderes Motto hier heute Abend. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Wir machen im CK manchmal Taktik -2, aber mein Clan schafft halt trotzdem nur 2. Ach so, ja, da müssen wir mal ein bisschen gucken, wer schafft tatsächlich irgendwo wo 3, dann passt das -2 vielleicht nicht mehr. Gibt es zufällig hier einen Clan? Ah, der Razer hat gefragt, der noch jemanden für die CWL sucht. Rathaus 12 ab Kristall 1. Aha, Razer. Es gibt ja viele Discords, es gibt auch meinen Discord. Und auch bei mir geht immer kurz vor der CWL so ein bisschen so die Transferbörse los. Vielleicht guckst du da einfach mal oder bietest dich an. Wir haben auch einen Kanal Clan-Werbung. Da können halt Clans werben, aber da können auch Spieler für sich werben, so nach dem Motto, ich suche. Vielleicht findet ihr mich. Ich finde das eigentlich ganz gut. Joe Brown, vielen lieben Dank für die Verfolgung und willkommen im Kanal. Stur lächeln und winken. Danke, mein Lieber. Ja, man könnte meinen, der Tote hat schon leichte Gicht, weil das so langsam geht, ne? Naja. Oh, ich muss ein bisschen leiser werden. Hier schlafen schon alle. Naja, fast alle. Meine Kinder schlafen nicht, das weiß ich. Die gehen später ins Bett als ich. Moin, moin, Toto. Danke für die Nachtschichtunterhaltung. Psst. Silent, please. Nice guy. Silent. Endlich kann man sagen, es werden weniger. Seit einer Stunde sind hier 9 Leute on, jetzt nur noch 8. Dann kann ich mal schnell hier meine Armee vorballern. Ach nee, halt. Attacke. Ich muss noch einen Tagesangriff hier machen. Oh, First Click. Nehmen wir mit. Nehme ich auch mit Karre mit? Ja, nehme ich mal mit Karre mit. Friedles Grüßen. So, wir gucken mal rein hier. Ich weiß, ich habe eine Karre am Start. Die nehmen wir hier jetzt auch. Queen geht einen anderen Weg. Ciao, Bella. So, den stellen wir erstmal nach unten. Oh, die wurden noch mal gewutelt, da glaube ich gerade, kann das sein?
dass die da nochmal heftigst gewutelt wurden. So, ich lasse mal meine Queen hier nicht so im Regen stehen, würde ich sagen. Das Dunkle nehmen wir noch mit hier. Wo sind noch meine Minas? Ah, da in der Mitte. Oh, King, geh weg. Ah, naja, ich sag da nichts zu. Was ist deine Taktik im C? Du meinst in der CWL oder im Clankrieg? Das ist immer base-abhängig oder unabhängig, wie meine Taktik da ist. Aber du siehst ja zumindest, dass ich immer bemüht bin, hier das fast Mögliche hier rauszuholen aus so einer Base. Vor allen Dingen, wenn es um den Loot geht. Geht nicht auf die Skelette. Doch, jetzt gehen sie doch erst auf die Skelette, okay. Ja, ein bisschen haben wir noch übergelassen. Aber macht nichts. Nachtschichtunterhaltung, schreibt er. Ah, okay. Kannst ja wie die Queen winken. Wie winkt denn die Queen immer? JJ, wie winkt denn die Queen? Ich war eben auf einem Dorf, da konnte ich ums Verrecken nicht den Feger anklicken, weil die ganze Zeit der Worden über den Feger. Ich wollte wissen, wo der hinzeigt. Und die ganze Zeit über den Feger war der Worden. Und ich konnte nicht draufklicken auf den Feger. Immer wieder der Worden. Naja, haben wir noch ein bisschen was geschafft. Unseren Tagesstern haben wir gemacht. Oh, wir können nicht schnell ausbilden. Warum nicht? Warum können wir nicht schnell ausbilden? Was haben wir hier verkehrt? Mauerbrecher kann ich momentan nicht ausbilden, okay. Ach shit, ich habe die am Start, okay. Dann nehmen wir den auch mal. So. Okay, oh mein Gott, jetzt haben wir ihn noch angegriffen. Sehr schön. Nur die Hand links, rechts bewegen, okay. Herr Alexander, danke für die Verfolgung und willkommen im Kanal. Du bist jetzt nicht mein Sohn, ne, der da unten jetzt gerade an irgendeinem Handy hockt und meint, er müsste mich verfolgen oder am PC sitzt. Aber ich cheere euch mal oder ich cheere mal mit euch in die Runde, ne? Sollen wir noch ein bisschen mehr machen hier? Aber meine Pflegerin ist echt gnädig, muss ich sagen. Keine SMS, kein Anruf. Die meint es mal gut mit mir. Hau raus. Nice guy. Cheers. Hallo Kiwi. Verdient, Toto. Hau raus. Wenn nur noch die Sprungfalle fehlt zum Verbessern, ja. Weiter bitte. Oh, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Die fährt gerade da hinten im Dorf der Krankenwagen. Soll ich dann schon mal mit dem Rathaus anfangen? Wenn das parallel laufen kann, ja, natürlich. Das kannst du ruhig machen. Ich glaube, so eine Sprungfalle, die läuft ja nicht so lange, ne? Das kannst du ruhig machen. Was ich immer gern vergesse, Nice Guy, ist, wenn ich ein Rad oder eine oder meine letzten Sachen upgrade und das Rathaus parallel laufen lasse, dass ich dann auch noch ein bisschen exzessiv farme, dass ich zum nächsten Rathausstart alles voll habe. Also meine ganzen Lager, Minen und Sammler nicht, aber meine ganzen Lager nochmal voll farme. Also nochmal so ein, zwei Stunden booste. Und dann kann das ganz gechilligt auslaufen. Und wenn das nächste Rathaus dann fertig ist, dass ich gleich anfangen kann, meine Bobs zu beschäftigen und so, das vergesse ich immer ganz gerne. Krankenwagen vom Krankenhaus in Bünde, oder? Ich denke, der kam jetzt, weil er sehr kurzfristig kam. Ich glaube, er kam aus Bünde, ja. Kiwi. Alter Kirchlänger. Ich wollte gerade sagen, alter Kirchlängeraner. Aber so alt ist er noch gar nicht. Freust du dich auf die Ferien, Kiwi? Fährst du in Urlaub oder fahrt ihr in Urlaub mit der Familie?
Das werden diesmal keine 3 Sterne. Von 4 auf 12. 13 auf 13. Oder sagst du lieber nicht schönes Reich hast du da? Oh, nerv off, ey. Nerv off. Ist das einer von AfD oder was? Kleines, unnettes Wortspiel. Ja. Meine Herren. Naja, der Kiwi ist ja aus dem Nachbarort. Ja, natürlich. Wir wären nach Kroatien, aber jetzt wegen Corona nicht. Corinna schreibt, okay. Na, vielleicht können wir uns ja mal im Sommer treffen. Soll ich dir sagen, wann ich Ferien habe? Ich weiß es jetzt. Ach, wann habe ich Urlaub? 18.07. bis 10.08. 18.07. bis 10.08. ist mein Urlaub. Und ich glaube, wir werden einige Nächte miteinander verbringen. Ich will das eben genauso, dass ich das Rathaus mit dem Pass booste und dann noch direkt, aber ich würde nichts aus dem Pass jetzt nehmen, also ein Hammer oder sowas. Kleine Adolfs, ja. Die kleinen Ludolfs. Dass ich direkt Loot von durchstarten kann, diese 25 Millionen Gold. Ach so, du meinst vom Pass. Ja, das ist krass. Ja, das kannst du ruhig machen. Es geht nirgendwo hin. Kiwi, wir waren, ich meine, wir sagen jedes Jahr, wir fahren nicht weg. Wir sind sehr, sehr wehmütig, was das Ganze angeht. Also wir würden unheimlich gerne alle, auch meine beiden Jungs, würden unheimlich gerne nach Fehmarn fahren für eine Woche. Nur wir sind uns auch sehr unsicher. Also kriegen tust du was. Wir würden jetzt auch nicht bei neuen Leuten anfragen, also die wir jetzt nicht kennen, sondern würden dann eher schon dort anfragen, wo wir schon mal waren. Aber naja, wir wissen auch nicht, ob es Spaß macht, ne? Ja, danke Katja. Gute Nacht. Nacht fängt doch erst an. Ach. Haben wir eben schon gesagt, ne? Ich muss nur ein bisschen ruhiger sein. Dann klappt das auch. Ja, wie gesagt, das ist so, wir heulen dem richtig was nach. Also Anja schickt mir immer 1000 Fotos auf mein Handy vom letzten Urlaub und so, so nach dem Motto, los, wir müssen los, wir müssen das machen. Man kann keine IP bannen. Ja, das stimmt. JJ in the Firewall wäre hier nett, ne? Auf Twitch. IPs bannen, Ports dicht machen. Der King. Paddy, wir haben unseren Haupturlaub dieses Jahr auf einem Campingplatz verbracht. War sehr schön. Allerdings auch ein Teil von Quarantäne. Okay. Aber alleine wahrscheinlich, weil Ferien sind ja jetzt noch in keinem Bundesland, ne? Komm ins Schwabeländle. Da kannst du auch schön Urlaub machen. Ja, das glaube ich. Hallo Niklas. Bist du mein Freund, Niklas, oder bin ich dein Freund? Oder sind wir schon Freunde? Was haben wir eben gesagt? Niklas, wenn wir richtige Freunde sind, dann haben wir schon mal richtig tief im Sandkasten Löcher gebuddelt und uns gegenseitig Regenwürmer gegeben zum Essen. Also meine Partnerin und deren Eltern, okay? Ja, alles klar. Der Hobbylose hat halt echt einen neuen Account erstellt und ist wieder gebannt zu werden. Okay. Ja, das kriegt man mit, ne? Ah, ist das nervig. Ist das nervig. So, wann ist hier 0 von 50? Ich wollte gerade sagen, stream bis 0 von 50. Oder bis in den nächsten Shop. Der ist allerdings schon in 1 Stunde 44. Okay. Ich konnte ihn noch gar nicht spenden in dem Clan. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe ein bisschen Pass gespielt. Das ist auch ganz gut. Zauber gemacht. Mehrspielerkämpfe. Wir sind in jedem Fall auf einem guten Weg hier. Den Pass hier auch ganz nett abzuschließen. Ja. Naja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Oh, Konrad. Ich wohne im bösen Nordrhein-Westfalen.
da wo es im Moment den roten Fleck auf der Karte gibt. Und zwar gleich nebenan, neben dem Bundesland. Oder neben dem Kreisstaat. Ich wohne ja hier im Kreis Herford und ein, zwei Kreise weiter. Da sieht das anders aus, das Leben. Schlimm, schlimm. Ich auch, Toto. Okay, wo kommst du denn her? Könnt ihr ruhig verraten, den Kiwi treffe ich ja schon im Urlaub. Gibt es eine App, in der man sieht, zum Beispiel ein Bogenschützen auf Level 15 kostet? Da brauchst du keine App für, Aslan. Da kann ich dir das Clash of Clans deutsche Wiki empfehlen. Da siehst du das alles. Oh, Sascha. Der kommt. Jetzt muss ich. Mensch, bringt mich nicht zum Lachen, ey. Das ist scheiße. Güters Rot, Güters Tod. Mann. Das könnt ihr nicht machen. Wir sehen uns im Urlaub. Ja, ich würde sagen, wir treffen uns einfach mal auf dem Bünder Wochenmarkt oder in Kirchlengern. In Kirchlengern gibt es keinen Markt, ne? Oder bei Athena, Kiwi. Ist das was für dich, Athena? Schöne Pizza essen da? Clash of Clans Wiki gibt es auch als App. Ach so, das wusste ich nicht. Echt? Hallo, Morissa. Grüße dich, ne? Alles fit bei dir? Eifelkreis. Ah, okay. Das ist, ja, so weit ist es nicht weg. Das stimmt. Das stimmt wohl. Na, guck mal, heute Abend werden aber vielen Leuten geholfen hier, ne? Nur nicht mir. Oh, upsala. Fast vergessen, hier reinzugehen. Oh, jetzt kommt er hier mit neuen Namen. Alter Falter. Lass mal gerade umdrehen und die Buchstaben verfolgen. Aber lieber zu Berlin. Oh, ja, da bin ich auch dein Freund. Bester vegetarischer Döner in town. Ja. Ist auch eine Idee, in der Tat. Ja, bin ich auch dabei. BD. Kurz genannt BD. Am besten auf Montag. Der Fünfer Ott verfolgt mich auf Twitch, echt? Bei Rossmann, da gehst du doch sogar. Ja, aber nicht in dem. Bei euch im Rossmann, ja, aber nicht bei uns. Gut und dir danke der Nachfrage. Gut geht's mir. Alles cool. So. Nachricht senden wollte ich eigentlich. Ich wollte nämlich, die letzte Nachricht sind auch die Hungerspiele. Ich muss auch mal ein paar Punkte machen hier. Mal ein paar Punkte machen im eigenen Chat. Düsseldorf, meine Seele. Ja, Düsseldorf, my life, ist doch, habt ihr gerade ein bisschen Stress in der Altstadt gehabt, ne? Am Montag hätte ich Zeit. Ich habe aber noch keinen Urlaub, mein Lieber. Hast du gerade gehört. Aber ich habe auch am Montag eigentlich auch Zeit. Also wenn das so ab 18, 19 Uhr ist. Ich will mich nicht in intern treffen. Aber Rodos Grill. Aber ich kenne unten den Besitzer vom, wie heißt denn die Pizzeria unten am Bahnhof bei euch? Diablo. Den Giorgio, mit dem habe ich mal lange zusammengearbeitet. Den kenne ich ganz gut. Und als er sein Ding noch hatte da am Freibad, da war ich da ja Stammkunde, fast jeden Mittag, weil ich ja noch bei Hettich damals gearbeitet habe. Beim lieben Giorgio. Wie heißt die App für COC Wiki? Such doch mal danach, nice guy. COC Wiki App. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich suche da mal gerade nach. Pass auf. Ich nehme mal mein Handy hier, gehe in den Play Store und suche nach einer COC Wiki App. COC Wiki App. Ist ja fast so einfach wie die Corona App zu finden, würde ich sagen. Vikings, Vikings, Vikings. Oh ne, da musst du wahrscheinlich auf die richtige Seite gehen. Ach doch, da. Fandom heißt das eigentlich. Fandom. Video News and Reviews. Das heißt nur ein bisschen anders. Genau, Fandom COC. Da hat der Gary das exakt so gemacht. So, wo haben wir hier was live auf unserer Seite? Also nicht auf unserer Seite, sondern als Attacker hier von Götterzorn. Lyrix. Gegen die Roundbase hier. Ah, das ist die ich als zweites machen könnte. Ich weiß zwar nicht wie, aber man könnte es dann machen.
Das zählt als Link, okay. Ja, Links sind nicht erlaubt, außer wir haben einen Song-Request, der im Moment nicht geht. Wegen urheberrechtlichen Problemen. Einfach ein Zehner in Legende gefunden. Echt? Alter Felix, geil. Ich meine, gut für dich. Den hast du doch stehen lassen, oder? Hast du abgebrochen, ne? Konrad, ich bin ganz zufrieden. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein Clash of Clans, nee, Clash Royale Kopie ist von Truppen, die es da schon gibt. Auch die Superhexe meine ich damit mit dem Riesenskelett. Das ist jetzt nicht so wirklich was, dass das Rad neu erfunden wurde für Clash of Clans, sondern da hat man sich einen Programmiercode genommen und hat ihn einfach für sein Spiel ein wenig gecodet. Ladet euch Fandom runter, dann findet man alle Wikis zu jedem Spiel. Richtig. CSC Wiki kommt nichts. Ach so, deswegen frage ich auch. Alles klar. Jetzt wisst ihr ja, wie es geht. Ich kenne auch einen Zehner, der im Champion ist. Oder soll ich das kürzeln? Ja, ich hoffe, dass Felix den stehen lassen hat. So der Fairness halt, ne? Einfach den Zehner da stehen lassen und selber ein paar Pokis verlieren. Ich meine, wenn man gerade in Legende ist, möchte man eigentlich ein paar Pokis machen. Kann ich auch verstehen. Aber vielleicht nur ein Stern, dass er nicht gleich minus 40 kriegt oder so. Der Lerix hier bekommt in jedem Fall 2 Sterne. Was für Fairness, ich muss 15 Wochen ohne Warden angreifen. Das war fair, okay. Du Schwein. Trotzdem noch OP, 13 auf 10 ohne King, ja okay. Aslan macht keinen Scheiß. Der Arme. Aber der ist auch nur dahin gekommen, weil sie ihm immer die Devs reingehauen haben und abgebrochen haben. Weil ich glaube, mit Vince hältst du dich nicht als Rathaus 7 in Legende. Also ich glaub's nicht. Neun von 50, okay. Es geht in die Nacht, Leute. kranker Club hier. Ganz kranker Club. Ich ändere aber mal schon mal mein Motto hier. Wo ist mein Stream Manager? So, weil wir jetzt doch ein bisschen mehr quatschen, glaube ich, kann ich das auch mal machen. Habe ich euch das mal eben gegönnt. So. Man kommt in Legende rein, aber man hat auch genauso, man kommt genauso schnell wieder raus, okay? King Paddy One, danke für die Verfolgung und willkommen im Kanal. Kann man mich noch hören, ja, ne? Tschüss nach Kirchlengern. Alles klar, Kiwi. PN, Discord oder hier hinkommen. Du weißt, wie die mich erreißt. Jung und alt treffen sich. Aber sie spielen das gleiche Spiel. zu 25 Angriffen. Okay, ich hatte gedacht, die haben zu Anfang hier so rausgeballert, hier unten im Elferbereich. Da war ich erst ein bisschen in Sorge. Local Toto clasht. So ungefähr, ja. Der Kiwi kommt ja aus dem Nachbardörfchen. Und soweit ich weiß, geht er hier aufs Gymnasium am Markt. Und am Markt, am Gymnasium gegenüber, gibt es einen leckeren Grill. Aber ihr habt das ja gerade mitbekommen, den bevorzugt er gar nicht.
Er bevorzugt eher was bei uns in der Stadt. Aber da ist ja auch bei uns ist ja da immer Dönertag. Dönertag ist ja immer montags. Da gibt es so einen Totschlagdöner für 3 Euro. Also wo du eigentlich für 2 Tage was von zu essen hast. Und ich nehme ja jetzt seit dem letzten Mal, wo ich da war, nur noch so einen kindervegetarischen Döner. Der reicht mir. Ja, die hauen da was an Schafskäse rein, ey, das ist brutal. Ich finde die App nicht auf App Store. Ein bisschen transparenter drunter. Aber das ist sie. Ich will keine Webseite besuchen, hab Angst vor Viren. Hallo, das ist der App Store oder der Play Store. Das ist ganz egal, das ist hier der Play Store von Android. Aber das gleiche gibt es auch im App Store von Apple. Bei im App Store, ja, so heißt es. Ich hab Angst vor Viren. Das ist dein Ernst? Du hast Angst vor Viren? Okay, ich kann es ein bisschen verstehen. Hi, Poolraiser. Ich kann es ein bisschen verstehen. Das geht ja gar nicht. Die App findet man in jedem Fall. Bis ich zu Ende mache, Poolraiser. Warum ist das jetzt abhängig von deinem nach Hause gehen oder von deinem ins Bett gehen? Galerie, ich gucke mal gerade, ob es das nicht hier auch gibt. Quelltext, bleibe auf den Laufenden. Honor X Fandom. Warte mal, das ist doch bestimmt verlinkt. Ja, das ist ja sogar verlinkt. Warte mal. I will show you. Ich muss mal eben meine Lesezeichenleiste ausblenden. So. Nicht, dass ihr da so böse Sachen seht. Hi. So, hier seht ihr's. Also wenn ihr auf ganz, ganz normale Clash of Clans Wiki geht hier, auch DE, dann und ganz runter scrollt, da gibt es auch die Links hier in App Store jeweils zu Fandom. App Store und Google Play, also ganz einfach. Einfacher geht es ja schon nicht mehr. Und wenn du darauf gehst und sagst, pass mal auf, Google Play, dann kannst du ja auch sagen, installier mal auf einen meiner Devices. Installieren und dann kriege ich eine Auswahl, auf was ich das gerne installiert haben möchte. Da seht ihr das. Das sind alles meine Devices, die ich so habe. Upsala, tot hat aber viele. Oh, tot hat einen Pixel. Und dann wird das automatisch sogar installiert über Web hier. Also einfacher geht es nicht. Alex, noch nicht im Bett? Nee, noch nicht. Noch lange nicht? Was bist du? Ach so, ARC. Oh, das muss ich noch runterladen. Scheiße. Das ist der 20. schon. Ist vor 2 Tagen ab. Ey, aber ich habe es doch vorgemacht, da vormarkiert. Das ist ja in meinem Ding da drin, dann geht das noch, ne? Aber. Na, okay. Warte mal. Ja, du guck mal da auf dem Fenster, mal ganz rechts auf dem Mauspad, auf den ganz, ganz großen, da müsste das Schwarze liegen. Alex, stream du mal, haben die hier gerade gesagt. Alex, sollst du mal streamen? Papa, hast du den dann jetzt noch was?
Bin noch mal weg. Alex, stream du mal. Nee, Alex, besser nicht. Ach so, ich bin hier noch da. Ja, das wollte ich dazu sagen. Also, das kriegt man hier so aus dem Shop raus, ne? Das ist ja die Ansicht, wie ich euch immer sehe hier, ne? Das ist ja mein Emo hier. Guck mal, ich habe immer zweimal den Chat auf. Einmal den Original-Chat hier und einmal meinen vom Bot. Eine neue Supertruppe, meinst du? Ich weiß nicht, was geleakt wurde. K.A. Wo guckt man denn eigentlich, wenn man nach Clash of Clans Leaks gucken will? Bei Twitter? Bei Tweety? Ich habe meinen Browser immer nur so auf drei Viertel, das seht ihr gerade. Ich hasse das eigentlich so Fullscreen-Browser. Weiß ich nicht, ich mag gerne noch ein bisschen was so vom Monitor sehen. Ach ja, da, hier ist das da, dieses Video hier, ne? Okay, 41.000 Aufrufe nur. Oh, das Spiel ist am Kippen hier. Das ist aber wenig. Lasst euch überraschen. Das fand ich übrigens gut hier. Das fand ich sehr, sehr gut. Auf Twitter ist nur ein Teaser zur Truppe. Ja, genau. Auf Instagram, Reddit, okay. Die neue dunkle Truppe macht die vierfachen Damage an Helden und giftet. Boah. Was ihr schon wieder alle wisst, braucht ja gar keinen Sneak Peek kommen. Morgen kommt der nächste Sneak Peek. Ich glaube, dass eine neue Truppe vorgestellt wird, okay? Ja, es wird so sein. In der Tat. Grisou ist ein guter Informant. Der Anti-Held, ja, so kann man den auch benennen. Thiele kommt endlich ins Game, okay? Thiele kommt endlich ins Game, okay? Ah, ich muss Gold mal niesen. Nee, doch nicht. Also kaum stehe ich am Fenster, liegt irgendwas in der Luft. Es wird Frühling, glaube ich. Eine neue Truppe oder nur eine neue Supertruppe? Ach, ich dachte, du bist im Bett. Guck mal einer an, da guckt er doch noch dazu, der Pool Racer hier. Ich dachte, du wärst schon im Bett. So, jetzt haben wir aber auch richtig viel gesehen heute Abend hier. Kann ich eigentlich auch mit meinem Handy sprechen? Warte mal. Kann ich das auch aufnehmen? Uptime. Ah, geiler Scheiß. Oh, Mist. Das Ausrufezeichen dazwischen. Doof. Oh, haben wir doch noch fast 3 Stunden gepackt, Leute. Denkt ihr, nein, eine Supertruppe gibt's nicht ab Rathaus 10. Obwohl es ja Helden aufhalten soll. Aber Helden gibt's ja ab Rathaus Level 7. Also, von daher, aber ich glaube nicht, dass ab Rathaus Level 10 irgendwas an Supertruppen... Ich meine, es gibt jetzt keine Rathaus Level 10 Supertruppen. Warum soll es die plötzlich geben? Ist es verwerflich, wenn man 10... Nein. Entwicklerunterstützung ist das Nice Guy. Das ist absolut in Ordnung. Damit brauchst du dir keine Gedanken machen, dass du jetzt ein schlechter Mensch bist oder so. Ach, du meinst die dunkle Truppe, falls es eine Dark Troupe wird. Ich denke, die ist auch erst ab 13. Ja, ist High End. Also End-Content. Also es ist nicht schlimm, Nice Guy. Du musst dir da nicht blöd vorkommen oder so. Oder dich angeflamed vorkommen. So nach dem Motto, oder Gamer oder was weiß ich, oder Käufer oder... Nee.
Ah, der Konrad ist ja schon auf der richtigen Spur. Es ist eine normale Truppe. Trotzdem freue ich mich drauf. Guten Abend, Thorsten. Roddy. Na, so spät noch unterwegs, mein Lieber? 0:37 Uhr und nicht auf einer dicken Party. Bei dem schönen Abendwetter. Ein bisschen kühler wird schon. Also ein Jäckchen sollte man tragen. Yeti war die letzte Truppe und die war Rathaus 12, also denke ich mal, wird endlich eine Rathaus 13-Truppe kommen. Ja, es ging immer so ein bisschen, da hat der JJ gar nicht mal so Unrecht, es ging immer so ein bisschen von unten nach oben, dass halt auch eine oder zwei Rathausstufen davor ein bisschen was davon hatten. So, Poolraiser sagt zum zweiten Mal gute Nacht, mal gucken. Dann gucke ich jetzt mal in meinem Chatbot, ob er auch wirklich verschwindet. Sonst müssen wir halt mal eine Stunde kicken, damit er auch wirklich ins Bett kommt. Lieber entspannt ein bisschen clashen, okay? Also alles safe bei dir, Roddy. Mit Social Distancing und alles, was dazu gehört. Perfekt. Perfekt. Achso, ich wollte eigentlich nur mit euch ein bisschen chatten, ne? Ganz vergessen. Sollen wir hier mal rausgehen? Wir sind sowieso im Endcut, glaube ich. Endcut noch nicht, aber. Charismale hat auch schon wieder so einen Streamtitel und ein Spiel. Da raid ich nie gern hin, weil ich weiß, er kriegt das wieder nicht mit, weißt du, dann hat er immer wieder diese Ausreden. Ja, entschuldigt bitte, ich spiele jetzt gerade so einen Shooter, da kann ich nicht so auf den Chat eingehen. Immer das Gleiche bei ihm. Genau wie bei mir auch mit meinen Ausreden. Aber immerhin ist dieser komische Streamtitel von gestern da raus. Ach, Fredde. Fredde. Deine Ausrede ist das Alter. Charismala oder Charismala? Charismala oder Charismala? Also ich würde sagen Charismala. Aber bevor wir zum Charismala gehen, gibt es noch neue Zuschauer hier. Wir sind ja nur noch 46, ne? Das ist ja nicht schlecht. Aber es reicht immer noch, dass wir hier am Ende des Teiles hier einen Raffel spielen. Dafür reicht die Zeit immer. Billig, was zum mitzumachen. Deine Ausrede ist doch, dass du noch auf Klo bist. Das merke ich mir. Das merke ich mir jetzt aber. Oder war das die Ausrede von Matthias? Das war die Ausrede von Matthias, ne? Nicht meine. Das war die Ausrede von Matthias. So, irgendwas habe ich doch verpasst hier. 87, 100. Es wird auch Zeit, dass wir hier mal einen 100er fahren, würde ich sagen. 88. Immer alles so knappe Dinger hier. Der Gerät, das ist ja auch ein Name, ne? Guck mal, der Gerät auf den Klarnamen, wo der Klarname der Accountname ist. Auch nicht schlecht.
Nur klein und gerade noch eine Absprache mit Alex getroffen. Aber der andere ist auch noch wach. Der andere ist auch noch wach, Leute. No Pics, no Bacon. Oh, was ist das für ein... Alter, der Name ist cool. No Pics, no Bacon. Aber im Moment, glaube ich, hast du mit deinem Namen hier nicht so einen guten Stand in Deutschland. Denn alle, zumindest hier in Westfalen, Ostwestfalen-Lippe, hassen das, was hier gerade abgeht. Aber zu Recht. So holt sich der Worden das Rathaus. Komm, Worden. Ah, schafft er nicht. 26, da fehlen noch ein paar Level. Da fehlen noch ein paar Level. Schade, mein Call war nicht richtig, okay? Wenn euch der alte, achso, der Totobot. Ich glaube, er geht 3 und paar Vierer raus. Ich sag die letzten Maxi-Raids. Immer weg. Ja, ja, ich weiß, aber Maxi ist nicht da. Glücklicherweise. So, das Rennspiel ist aber um. Ach nee, das Gewinnspiel ist rum. Leider ist das Gewinnspiel rum. Wer hat denn gewonnen? Pick-Gewinner. Herr Stransky, du hast gewonnen. Bitte mach nichts. Mach nichts. Das ist ein guter Einwand. Mach nichts. Mach nichts. Wo muss ich ihn reinschalten hier? Oh, das Element kann gar nicht geschaut werden. Ich kann meinen Spin gar nicht wählen. Ah doch, jetzt kann ich es machen. Alles klar. War nur ein bisschen klein. Obwohl das eigentlich langweilig ist für Herr Stransky, ne? Naja, ist doch nicht so langweilig für Herr Stransky. Niete. So. Schade auch, Herr Stransky. Pech für Egon. So. Oh, ich bin gar nicht da. Da bin ich. Ich würde sagen, ihr haut rein. Wo gehen wir hin? Kari? Zu Kari Kari. 0.46 Uhr, also der Dank gilt nicht mir, sondern ihr müsst meiner Pflegerin danken, die keine SMS geschrieben hat, keine WhatsApp-Nachricht, keinen Anruf und die auch nicht hochgeschrien hat. Das finde ich sehr, sehr Ehrenfrau von ihr, muss ich mal so sagen. Und dafür lade ich sie morgen auch zum Essen ein, glaube ich. Oder ist das fair? Oder zum Eis? Danke an die Pflegerin. Ja, so sieht das aus. So sieht das aus. Okay, dann hauen wir rein. Dann mache ich den mal zu. Ich hätte so gern noch übers Auto mit euch diskutiert, aber machen wir vielleicht morgen. Reden. Kari wird mir immer noch nicht vorgeschlagen hier. Kari. Karis Mali, jetzt müsst ihr aufpassen. Der redet jetzt nicht mit euch, ne? Das ist aber nicht so schlimm. Redet ihr einfach mit ihm. Schönen Abend noch. Ja, hau rein. Danke, Roddy. Hab schon 60.000 wieder beim Kari. Oh, oh, oh. Nächster Wampenwackler incoming. Geht mal ruhig rein, wenn ihr noch nicht kennt. Lernt dann kennen. Bis heute. Schöne Nacht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mich eigentlich noch sehe hier. Geh mal beim Kari aufs Handy. Mal gucken, wie er sich wieder rumballert. Der olle Fehler. Ciao. Ach mal, Toto, was ist denn los?